Die Welt kommt heute Abend zusammen, um zu spielen. Afrika, Amerika, Asien und Europa schicken ihre besten Athletinnen heute auf den Platz, um aus dem weltweit bekannten Fangen ganz großen Sport zu machen. Wer ist der beste Fänger der Welt? Das hier ist der Kampf der Kontinente. Das ist Catch. Durchatmen und Luft holen kannst du bei Catch vergessen. Nach dem Kampf um den Sieg bei der deutschen Meisterschaft. Wow! Und dem Ringen um den Spitzenplatz in Europa. Das ist ja großartig! Kommen heute vier Erdteile zusammen, um alles zu geben. Boah, was für ein Manöver! Afrika. Boah, sie überschlagen sich! Asien. Mein lieber Mann! Der Kontinent Amerika und Europa. Ein Fotofinish! Wer holt sich den allerersten Weltpokal im Fangen 2021? Das ist Wahnsinn! Das ist fantastisch! Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, aber so schnell wie heute war die Welt noch nie. Wer wird Weltmeister? Wer fängt am besten? Hallo und herzlich willkommen, die Welt zu Gast bei richtig fitten Freunden. Herzlich willkommen an alle Teams, an Sie zu Hause. Wir suchen die weltbesten Fänger. Und zwei von denen können wir schon mal ausschließen. Simon, Jakob, ich freue mich aber trotzdem, Danke, dass ihr wieder an meiner Seite seid. Hallo auch von mir. Hallo Jakob, ich bin besser im Stehen als im Fangen. Der langsame Simon und dann noch langsamer Jakob. Servus. Bei uns geht es auf jeden Fall Schlag auf Schlag. Jetzt schon wieder was ganz Neues im Catch-Universum. Der Kampf der Kontinente. Ja, Kampf der Kontinente klingt ja sehr nach Hollywood, ist aber eben made in Germany. Und da können wir ein bisschen stolz drauf sein. Ich würde sagen, läuft bei uns. Ja, es läuft nicht nur. Es fliegt, es duckt, es klettert, es springt weg. Jakob, du bist wieder für deine österreichischen Heimatland, da bist du hier am Start. Ja. Bis jetzt wart ihr bei Catch noch nicht unbedingt die erfolgreichste Nation. Hast du hier beim Kampf der Kontinente zumindest schon Favoriten? Ja, dreimal darfst raten. Ich bleibe mir treu. Und Österreich, Team Europa, da ist ja auch der Stefan Dollinger dabei. Nona, denen muss ich die Daumen drücken. Ja, da gibt es auch gleich Applaus. Sehr gut. Vom Team Europa. Außerdem, das ist ja auch das Team mit der meisten Erfahrung. Also da gibt es ja eben einen deutschen Meister im Fangsport. Da gibt es einen Europameister in Catch. Und den Erfinder. Und den Erfinder. Und die anderen Kontinente haben bis jetzt noch keine Meisterschaften gehabt. Deswegen, glaube ich, wird das unser großer Vorteil heute. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich mache jetzt schon mal einen kleinen Wechsel hier. Ich tausche zwei Field Reporter gegen vier Kapitäne. Und hier sind sie, die bezaubernde Ming Kai, Evil Jared, bis später, Hans Sapai und der Erfinder und amtierende Europameister von Catch, Luke Mockridge. Luke, ich weiß normalerweise, wir sprechen erst mit den Gästen, aber letzte Woche bei der Europameisterschaft, da hat dir der Arzt verboten anzutreten. Dein Oberschenkel hat wieder zugemacht. Wie geht's jetzt dem Oberschenkel der Nation oder den Oberschenkel von Europa? Der Schenkel der Nation. Gut, also auf jeden Fall besser. Ich habe mich geschont, ich habe mich jetzt intensiv warm gemacht, denn ich bin jetzt in einem Alter, wo das auch wichtig ist. Also normalerweise springe ich einfach rein und mache irgendwas. Genau das war der Fehler? Genau das war der Fehler. Also liebe Kinder, immer schön warm machen, all das Gemüse auf dem Teller schön aufessen, dann verletzt man sich auch nicht. Mein Arzt ist eigentlich gegen meine Teilnahme heute, aber ich habe mich jetzt durchgesetzt. Meine Mutter hat einen Wisch unterschrieben. Ich bin also dabei. Hoffentlich hältst du durch, hoffentlich tust du dir nicht weh. Ming Kai, du bist der Captain für Asien. Was kann dein Team besser als alle anderen? Ich glaube, die Asiaten werden ja häufig unterschätzt. Absolut. Wir werden ganz genau auf euch blicken. Wenn man über Weltmächte spricht, stimmt ja. Das. Ja. Und wenn es nicht nutzt, dann, dann geht es auch. Dann geht es ganz schnell hier. Das ist ein wunderschöner Zeitpunkt, um zu sagen, wir kommen uns hier alle sehr nahe. Die fassen sich an, die laufen sich hinterher, die pusten und haben einen Atem. Wir sind alle getestet. Es ist alles sicher, ja. Denn jeder von uns hat einen negativen Corona-Test. Evil Jared, da komme ich auch gleich zu dir. Wie fit bist du eigentlich? Ich glaube, ich bin der älteste Kerl hier, bei wahrscheinlich 20 Jahren. So, ich nicht so fit. Ich bin bereit, in Rente zu gehen, aber ich glaube, mein Team super fit. Yeah. Dein Team ist super fit. Ich meine, als Amerikaner, man muss es fragen, würdest du eine Niederlage überhaupt anerkennen?
Ich muss sagen, nein. Big News. Big News. Big News, aber die Antwort gibt's auf dem Platz. Und da kommen wir zu Hans Sarpay. Fußballer haben hier bei Catch schon mal die Messlatte ganz, ganz hoch gesetzt. Wie fit bist du? Gibst du einen zweiten Odonko? Ich werde auf jeden Fall alles versuchen mit meinem Team. Mein Team wird mich pushen und dann werden wir das schon hinbekommen. Du hast auf jeden Fall Dean in deinem Team, den habe ich ja groß gemacht. Und du wolltest ihn haben. Ich wollte ihn haben. Aber du wolltest ihn für dein Team haben und somit hat quasi Team Europa durch den Verlust von Dean 80% seiner Körpermasse verloren, was jetzt bei dir ist. Wir sind ein bisschen Team Lauch, also das ist... Alle lieb und freundlich. Ja, wir sind schon sehr dünn und schlaksig und ihr seid schon sehr viel also präsenter. Und ihr vier habt auf jeden Fall auch ein Ziel, diesen schönen Pokal hier mit nach Hause zu nehmen, wow. Ihn am Ende in die Luft zu halten, wenn ihr dazu dann überhaupt noch die Kraft dazu habt. Bei uns könnt ihr das Motto, dabei sein ist alles vergessen. Hier geht es nur um eins, gewinnen. Und genau das könnt ihr tun in unserem ersten Match. Raise the flag. Bei uns muss man nicht nur am Stück Stoff ziehen, also wenn man jemanden fängt am Trikot. Bei uns gibt es sogar noch von uns ein Stoffstück oben mit drauf und das muss nach ganz oben. Wie das Ding nach oben kommt, die Regeln dazu, haben wir natürlich auch. In jeder Runde gibt es einen Fänger und vier Läufer. Die Läufer müssen Flaggen hissen, ohne dabei gefangen zu werden. Wird ein Läufer gefangen, ist er raus und verlässt sofort das Spielfeld. Die Flaggenhöhe wird in Zentimetern gemessen. Das Team, das die Flaggen addiert, am höchsten hissen kann, erhält 20 Punkte. Die nachfolgenden 10 und 5. 10 Bonuspunkte gibt es für den Fänger, der alle Läufer am schnellsten fangen konnte. Ein richtig spannendes Spiel. Unser Spielfeld ist bereit. Jetzt müsst ihr nur noch bestimmen, wer bei euch Fänger ist und wer die Fahne hissen soll. So sieht unser Spielplan aus. Ich bitte euch, alle Teams, gebt auf dem Tablet ein, wer wird Fänger, wer soll die Fahne hissen. Und da sehen wir es, an den Start geht, oh, Dean für Team Afrika, eieiei, und Callum aus Schottland startet für Team Europa. Und damit würde ich sagen, es gibt jetzt noch einen Mann, der alles sieht, alles hört und alles weiß. So ein bisschen wie der liebe Gott, also zumindest der liebe Gott der Kommentatoren. Hier ist Jan Platte. Ach, danke Andrea und hallo natürlich auch von mir. Ja, die Catch-Familie, sie wird immer größer. Wir sind jetzt schon auf interkontinentalem Niveau unterwegs. Es gibt ganz viele neue Leute zu bestaunen, kennenzulernen und zu bewundern. Und wir haben natürlich auch ein paar neue Aufgaben. Ich würde sagen, ja, lasst uns loslegen. Mein Gefühl ist, das wird großartig. Callum startet aus der Mitte. Ich würde euch raten, erstmal so ein bisschen genau entfernt von ihm loszulegen. Es geht los. Der Clash der Kontinente bei Catch. Raise the flag, Lauf 1. 3, 2, 1, Catch. Und Callum will als erstes Hans Sarpay schnappen, aber den kriegt er nicht. Den Tu ist flott unterwegs. Kurbelt, kurbelt, kurbelt. So schnell ihr könnt. Der erste Catch ist da von Callum. Beweg sie, du weißt es selber. Er kommt gut rum, aber die Fußarbeit einer Boxerin zu bestaunen gewesen eben bei Wintour. Jetzt ist sie aber auch erwischt worden. Hans noch nicht, da ist die erste Fahne ganz oben. Wir haben die Pyro gesehen, zweite Fahne auch ganz oben. Dritte Fahne reaches the top. Und das war's. In 33 Sekunden alle drei Fahnen vom Team Afrika nach oben gebracht. Applaus auch von Luke. Good job von Callum, aber die haben das als Team gut gemacht. Valentin als erster abgeschlagen, aber die anderen, vor allen Dingen auch Bintou, hier wird sie zwar erwischt, aber vorher Callum sehr gut beschäftigt. Da sehen wir nochmal die Fahne. Dreimal 200 Zentimeter. Macht in Summe 6 Meter fürs Team Afrika. Das war die Rache für die Kolonialzeit, Hans. Respekt an das Team Afrika. Ja, Rache würde ich nicht sagen, aber wir waren ganz gut. Aber ich bin jetzt übersäuert schon. Sehr gut. Hier sieht man nochmal die Slow-Mo, wie du die letzte Fahne gehisst hast. Und jetzt erhol dich, entsäure dich. Und Jan Platte, ich hoffe, du bist nicht sauer. Viel Spaß da oben. Das Team Asien
macht schon mal so ein paar kleine Pläne, schmiedet ein bisschen was. Sie haben sich das jetzt mal angucken können. Die ersten Dance-Moves da hinten von Minkai. Und jetzt geht's los. 3, 2, 1, catch. Carlos, einmal kurz umgedreht und das erste Mal zugeschlagen. Es geht raus für Edison Tang. Minkai ist auch nicht mehr dabei. Und jetzt die ersten 2 Meter sind geschafft. Boah, der Sturz. Und das ist eben auch kein sturzverzeihendes Spiel. Und das wird jetzt und unsere ohnehin aufmerksamen Catch-Zuschauer haben es auch schon gerade gesehen auf der Anzeigetafel. 3,56 Meter sind das in Summe fürs Team Asien zusammengerechnet. Lauf 2, Raise the Flag. Also das Team Asien, eine Flagge ganz nach oben gebracht, die andere fast und die dritte, die vernachlässigen wir so ein bisschen. Da gibt's viel zu lachen anscheinend, weil die Müller jetzt derjenige, der sich auch um Luke, der sich um Silke kümmern möchte. Schönes Line-up für den dritten Lauf von Raise the Flag. 3, 2, 1, catch. Go, go, go! Luke geht die Außenbahn entlang, macht das elegant, hilft vor allen Dingen den Teampartnern, um da drehen zu können. Jetzt ist Luke auch am Werk. Die Flagge fliegt nach oben. Luke, gleich bist du da und da hinten laufen sie super weg. Silke wird jetzt gefangen, aber irgendwann, ja, geht halt nicht jede. Falle rechtzeitig wieder zu. Luke ist raus, aber die Fahnen sind weit oben. Dreh noch ein bisschen, Karin. Ja, und jetzt noch mal. Das sieht schon gut aus. Zwei sind schon top. Zwei sind schon gehisst und jetzt brauchst du noch irgendwie ein Karil-Manöver. Der dreht zumindest noch mal kurz dran. Und in die Ecke musst du dann wieder kommen. Karil Bienfait, du musst da hinten noch mal rein, aber im Fliegen. Zugepackt. Waldi Müller, super Action in Lauf 3. Stark. Ja, und da sieht man den so überraschten Waldi Müller. Top Parkourer und Freerunner, der jeden Tag trainiert, aber das ist für ihn auch anspruchsvoll. Und Stefan dreht und dreht als Teamarbeit. Sehr, sehr respektabel, was Europa da gerade hinbekommt. 5,80 Meter. Hallo, da kann keiner was zu meckern haben. Ich glaube auch Luke nicht. Ich glaube, auch Luke hat noch ein bisschen Zeit zu atmen. Es ist absurd. Luke Mockridge, du trittst ja quasi als Italiener hier an. Ja, richtig. Und Waldi Müller, da möchte ich gerne Zusammenhang mit Asien ganz kurz mal erfahren. Ja, ich bin in Russland geboren, in Sibirien. Und deswegen Team also Asien. Waldi Nord, nicht Waldi Süd. Waldi Nord, richtig. Genau, ja, war mega anstrengend. Was Luke gesagt hat, dass er Dean groß gemacht hat. Jetzt sehen wir ihn da. Dean, vor 3 Jahren noch 65 Kilo gewogen, aber dann hat er Luke kennengelernt. Jetzt ist er groß. Und jetzt macht er sich fürs Team Afrika daran, zu catchen. Und zwar das Team Amerika. Um Evil Jared, der da schon auch im Eckchen steht. Renee Dembley mit dabei. Klasse, Luis ist da. Ja, und dann haben wir noch Dwayne Holiday. Viel Spaß euch allen mit eurem ersten Lauf bei Raise the Flag. 3, 2, 1, catch. Als erstes Evil. Okay, so sieht das der Plan vor von die Tanwani. Aber jetzt dauert es ein bisschen. Ich glaube, damit hat er nicht unbedingt gerechnet. Jetzt schlägt er dann doch ein zweites, ein drittes Mal zu. Und jetzt Luis. Oh! Oh, sorry, Mann. 16 Sekunden. Es kommt sofort die Entschuldigung. Keine Chance mehr. Dürfte die schnellste Catchzeit gewesen sein, Dean. Warum überrascht mich das nicht? Er fliegt durch den Parcours und macht das, was wir so häufig schon von ihm gesehen haben. Er kennt keine Gnade.
und verleibt sich alle ein. Und dann werden es in Summe, ja, fürs Team Amerika bescheiden anfangen. Erstmal 2,20 Meter. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie viel Meter haben die Kontinente gemacht. Und das Ganze wandeln wir jetzt in Punkte um. Also Team Afrika kriegt 20 Punkte, Team Europa geführt von Luke Mockridge 10, Team Asien 5 Punkte. Aber wir haben ja auch noch unsere Bonuspunkte für die schnellsten Catch of All. Und das sind 10 Punkte auch hier für Team Afrika. Und damit sieht es im Gesamtpunktestand jetzt wie folgt aus. Und zwar richtig gut für Team Afrika. Und genau denen widmen wir uns jetzt. Wenn man nach Afrika geht, dann möchte man unbedingt eins, nämlich die Big Five sehen. Das können Sie bei uns auch ganz ohne Safari. Die Big Five sind hier. Darf ich Ihnen vorstellen? Team Afrika. Vom Atlantik zum Indischen Ozean. Das ist Team Afrika. Nabil Hadim, 25 Jahre. Bintu Schmiel, 36 Jahre. Boxerin. Valentin Dubois, 29 Jahre. Pakura. Dean Tanwani, 22 Jahre. Footballspieler und Personal Trainer. Team Captain Hans Sapai, 45 Jahre. Ehemaliger Fußballprofi. Und ich bin jetzt hier beim Erstplatzierten bei Team Afrika bei unserem Kampf der Kontinente, Hans Sapai. Das L steht für Gefahr, um mal einen Gag aus dem Jahr 2014 zu bemühen. du hast jetzt ein Level hinter dich gebracht. Wie sieht's aus mit der Belastung? Ja, die Belastung ist schon sehr hoch, anders als wie beim Fußball. Ich glaube, hier noch mal viel intensiver, weil du noch kürzere Sachen machen musst. Und wenn dich einer noch jagt, ne, so wie ein Dean, dann kriegt man auch noch mal Angst. Ja, sei froh, dass der bei dir im Team ist. Ganz, also, ganz wenn genau. Wenn der hinter einem her ist, da kriegt man auf jeden Fall Panik. Du hast auf jeden Fall einen tollen Athleten bei dir im Team. Du hast aber generell tolle Athleten. Also auch Bintu, du bist Profiboxerin, ne? Genau, richtig, ja. Wie weit juckt es da einem, mitten auf dem Feld hier mal einfach mal eine Klebe rauszuholen und das Ding so zu beenden? Ich denke, man ist so beschäftigt damit mit Weglaufen und zum Hauen kam es noch nicht. Aber Weglaufen ist ja erstmal dann gegen deine Intuition, oder? Ja, genau, also das kenne ich überhaupt gar nicht. Weglaufen kennst du nicht. Was mich jetzt interessiert, also alle Kinder der Welt spielen Fang. Ist das in Afrika genauso ein Spiel? Also ist es wirklich, kann man sagen, das ist ein globales Spiel? Auf jeden Fall, definitiv. Kann ich dafür zustimmen. Valentin, you're the first Ninja Warrior from France. I was the best player of Ninja Warrior for the first season. Wow. I mean, is it, how are French athletes? Because for us, French people are very lazy, cigarette, cafe. So was it quite easy for you to be the first one? Super easy. Everybody was drunk or easy money. I didn't get any money though. Didn't get any money? Nothing. French TV. Super cheap. Also, French TV, Mon Dieu. Bei uns in Deutschland gibt es einen Hanuta und einen 5-Euro-Schein und du darfst auch umsonst hier parken. Schön, dass ihr hier am Start seid. Team Afrika, wir können hier mit Klischees Spaß haben, weil wir alle miteinander spielen. Genau. Und so macht es am meisten Bock. Zurück zu dir, Andrea. Ja, Ruhm und Ehre gibt es bei uns natürlich auch noch. Und auch beim Kampf der Kontinente, da darf ein Klassiker nicht fehlen. Es ist die Königsdisziplin der Parcours. Hier ist er. Speedrun. Da ist es, unser Monster. Hier ist die Devise, Zeit ist Held. Und möglichst wenige blaue Flecken sammeln, dafür möglichst viele Punkte. Und gute Puste braucht man obendrein noch. Und die Regeln, die kommen gratis mit dazu. Ein Spieler muss versuchen, einen gegnerischen Läufer auf einem Rundkurs möglichst schnell zu fangen. Dafür hat er maximal 60 Sekunden Zeit. Der Spieler, der seinen Gegner am schnellsten fangen kann, erhält 20 Punkte. Die nachfolgenden Spieler 10 und 5. Der Läufer, der die längste Strecke zurücklegen kann, erhält 5 Bonuspunkte. Du darfst als Erster jagen. Bitte geht auf eure Position und Jan Platte übernimmt dieses Duell Afrika gegen Asien. Dieser Kurs wäre auf jedem Kontinent der Welt ein willkommener Spielplatz für jede Parcours-Community. Jetzt steht diese eckige hier und da auch runde Schönheit bei uns in Köln und die beiden legen dann eben los. Min fürs Team Asien hinterher und fürs Team Afrika ist
Nabil unterwegs. Der sagt, prägen? Ne, tut er mich eher nicht. Erster Lauf. Speedrun. 3, 2, 1. Catch. Maximal 60 Sekunden. 60 Meter sind es in Summe. Die Schrittfolge ist gut bei Nabil, der sich einmal ganz kurz umdreht. Der hat ja wahnsinnig lange Beine. Also der ist so flott unterwegs. Aber gutes Tempo auch dahinter ihm. Vom Minhabe. Jetzt baut er den Vorsprung aus. Ausdauer ist eine Frage. Sie sind so um die 16 Sekunden unterwegs gewesen für die erste Runde. Und jetzt muss er in der Schrittfolge Minhabe ganz kurz so ein bisschen abreißen lassen, einen kleinen Zwischenschritt machen. Hier muss man natürlich auch im Schwung bleiben. Alles, jedes kleinste Detail ist komplett durchdacht hier angebracht worden. Auch die Stange, an der Nabil jetzt vorbeiläuft, wird sie so ein bisschen missachtet. Hilft natürlich, um da richtig rumzukommen. Keep on going. Denn es ist wichtig, du hast noch 5 Sekunden. Die längste Strecke kriegt einen Bonus aller 4 Läufe. Oh, das Entkommen ist unzweifelhaft. Im Prinzip schon nach den ersten 60 Metern gewesen. Großartig entkommen, man kann es nicht anders sagen. Den Vorsprung erlaufen, ersprungen auf den ersten 1,5 Runden. Und dann war nicht mehr einzuholen. Und hier will Amerika gegen Deutschland Punkte machen, aber wir haben dagegen unseren kleinen Junior am Start aus Österreich, der Stefan. Letzte Woche gerade zarte 18 geworden. Mit 18 noch wilder, noch schneller geworden, Stefan? Ja, es geht. Also, oder hast du viel gefeiert? Nein, niemals. Niemals würde ich sowas tun. Na. Nicht, dass euer Teamkapitän dann noch sauer wird. Ja, na, feiern können wir dann auch noch. Nein, das ist hier meine junge Entdeckung. Den habe ich hier quasi eingekauft mit 17 Berufen. Und jetzt mit 18 hat er quasi seinen Auftritt auf dem großen Parkett. Österreichs Hoffnung, also wenn die Kinder in Österreich schon Bundeskanzler werden können, dann können sie auch bei Catch mitmachen. Dein Auftritt. Dem ist nichts hinzuzufügen, deswegen geht auf eure Plätze. Please, he's just 18. Have fun. Yeah, you do, man. Have fun ist das Stichwort. Ich liebe diese Internationalität dieser Catch-Sendung. Der Kampf der Kontinente ist doch wunderbar. Was für Matchups wir haben. Und jetzt müssen die beide atmen, laufen, springen, fliegen. Auf geht's. 3, 2, 1, Catch. Die Route ist klar für Stefan. Der hat sich da schon in Position gebracht. Jetzt kommt er auch gut rüber über das erste Hindernis. Jetzt muss er da aber Tempo geben hinter ihm mit langen Schritten und mit geschmeidigen Bewegungen. Luis, der ihn verfolgt. Es gibt wahnsinnige Videos von Luis. Keep going, Luis! Aus Lissabon. Jetzt verrennt er sich da einmal kurz. Falsch abgebogen. Und dieses super Bremsmanöver, was überhaupt nicht eingeplant war, das kostet ihn natürlich A, Sekunden und B, vor allen Dingen auch Distanz. Stefan, immer weiter ist dein Motto, denn die längste Strecke, die man zurücklegt, die wird am Ende mit 5 Punkten Bonus prämiert. Also bleib in deinem Rhythmus. Es sind noch 15 Sekunden. Da kämpft er sich jetzt schon so ein bisschen drüber. Luis kommt, wir gucken uns das gleich nochmal in der Wiederholung an. Wo ihn das so viel Zeit gekostet hat, da läuft er wieder rum. Nee, geht nicht mehr bei Luis. Glück und Stefan. Beide komplett fertig. Das sind auf jeden Fall. That's so confused. Schon mal. Großartige 60 Sekunden gewesen. Das ist die erste Runde. Da sind sie sich so wahnsinnig nah schon. Der Mann aus Brasilien und der Mann aus Österreich. Und jetzt wird's entscheidend. Denn Stefan kommt da gerade noch drüber, drunter. Und was ist passiert mit Luis? Hier kommt die Antwort. Er will außen rum. Also irgendwie das Hindernis nehmen ist natürlich Teil der Veranstaltung und steht so auch in den Regeln. Er hat selber gemerkt, außenrum geht dann nicht. Nee. Stefan, trink erst mal einen Schluck. Du bist das Nesthäkchen, aber bist schon geflogen wie ein ganz großer Vogel. Hast du seinen Atem gespürt? Kurzzeitig sah es ja sehr knapp aus. Ja, ich habe gemerkt, dass er ein bisschen knapper geworden ist zu mir. Aber auf einmal haben alle Jubeln angefangen und haben gesagt, ja, lauf, lauf, lauf. Dann habe ich zurückgeschaut und habe gesehen, dass er richtig weit hinten ist und dann nochmal richtig Gas geben und dann hat es sich zum Schluss dann Gott sei Dank rendiert.
Das, was da so röchelt, ist übrigens keine Atemnot. Das ist einfach, weil Stefan aus Tirol kommt. Und das ist bei denen einfach eine Sprache. Also. Yeah. Betty, you want to stay safe. It's a good news for you, huh? Yes, yeah, I hope so. Stay safe hopefully means be a little bit slower. Yes. So that I can have a nice head start and make, I want at least one lap. One lap would be nice. Okay, yeah. Also sie will eine Runde machen und für sie ist es eine gute Nachricht, dass er sagt, er möchte vor allem sicher da durchkommen und nicht zu schnell dann, um sie dann einfach nur zu erwischen. Denn sie hat vorhin schon gesagt, sie hat keine Angst vor dem Parcours, aber vor dem, der sie jagt. Und das schauen wir uns jetzt an. Gell, Jan Platte? Genau so machen wir es. Und alright, sicher laufen möchte der Mann, wir haben es eben gesehen, der gefühlt von 10 Meter hohen Hausdächern springt. Okay. Hey, schön, aber guck mal, es werden noch Nettigkeiten ausgetauscht. Er bewundert sie, man kennt sich eben in der Szene. Sie ist eine Topläuferin, Renee Dembley aus Denver, Colorado. Tolle Freerunnerin. Also, noch ist niemand gecatcht worden in den ersten zwei Läufen. Die gingen jeweils über 60 Sekunden. Mal gucken, ob sich das fortsetzt. 3, 2, 1. Catch. Renee haut ab für Amerika, Valentin hinterher, wow, für Afrika. Und die kleinen Probleme bei Renee, wir haben das bei der Europameisterschaft schon gesehen und jetzt ist sie gecatcht. Oh my God, that was the sloppiest one I've ever done. I'm okay. Okay, sie ist in Ordnung, aber sie spürt halt die Bedrohung hinter sich. Das gehört dann eben auch dazu, zu diesem Parcoursport. Diese langen Beine, die langen Arme. Ich glaube, sie hört ihn da schon hinter sich kommen. Und wir haben es gesehen bei der Europameisterschaft. Dort ist Stefan ja auch so ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Dann ist die Kraft weg, die Schrittfolge nicht mehr da. Und dann ist das Überholen sozusagen oder Gleichaufsein natürlich auch gleichbedeutend mit einem Catch. Da muss Valentin gar nicht mehr richtig zuschlagen. Schnelle Nummer. Ich habe zwei neben mir, da muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Waldi, hast du Karel in unserer Europameisterschaft schon gesehen? Ich kenne ihn privat und ich weiß, was er drauf hat, deswegen habe ich ein bisschen Angst, aber wir rocken das du Ding. Du Angst? Ich meine, ja, wir haben schon gesehen, was du hier alles fabrizierst. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Er war wirklich für Team Schweiz in der Europameisterschaft die Geheimwaffe. Und jetzt hoffen wir natürlich auch, dass er das Gleiche für Team Europa macht. Karel, are you ready? Yes, I think so. Jan, du übernimmst. Let's go. Und zwar nur allzu gerne. Ja, Karel hat hier Fuß- und Flugspuren hinterlassen im Speedrun bei der EM. Aber da war er Läufer. Jetzt ist er derjenige, der hinter Valdi her muss. Fantastischer Athlet, er hier. Und das muss er jetzt unter Beweis stellen. 60 ja, okay. Sekunden Zeit, wenn er es komplett ausreizt. Im Speedrun Lauf Nummer 4. 3, 2, 1, catch. Guter Start von Valdi, der hat die Geschwindigkeit und auf den kleinen Sachen ist er auch gut unterwegs. Aber Karel, wow, dieses Monster, das ist unfassbar. Monsieur Incroyable! Karel! Also der hebt das Niveau hier an, dass selbst die Parcours-Kollegen, die ja im Vorfeld sagen, sie kennen ihn, ihn noch mal neu kennenlernen. Unglaublich. Unglaublich. Man darf dieses Wort nicht zu inflationär benutzen, ich weiß, aber was wir hier sehen, ist nichts anderes, denn er nimmt ihm auf den ersten 5,7 Sekunden schon jeden Vorsprung ab. Und ich hatte das Gefühl, und ich bin gespannt, wie Valdi das sieht, der ist eigentlich gut aus den Startlöchern gekommen, Simon. Er ist gut rausgekommen. Wir haben ja auch gesehen, was du drauf hast, Valdi, in einem Einspieler. Es ist schon in der Tourgewalt, oder? Karel, musst du sagen, das ist schon krass. Also ich wusste, dass Karel schnell ist, aber nicht, dass er so schnell ist. Mein Ashigaro hat hier einen krassen Park aufgebaut. Ich wollte eigentlich noch einen schönen Salto einbauen am Ende. Und dann gucke ich nach hinten und dann sehe ich den schon und denke mir, Scheiße. Statt dem Salto wurde es ein Strecksprung. Luke will schon wieder den Salto sehen, aber ich finde, schont euch lieber. Es ist gut, jedes bisschen Energie. Okay, wir wollen ihn sehen. Ja. Dann gibt's ein Salto zu sehen. Valdi, 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 Valdi. Zumindest den durfte ich jetzt noch machen. Geil. Den dürftest du machen. Wenn du nicht gemacht hättest, hätte ich ihn gemacht. Aber dann spare ich mir die Energie und gebe ab. Andrea,
Bitte mit dem Punkt mal wieder. So, und bei mir gibt's jetzt die Catch and More Punkte für dieses unglaubliche Duell hier. Für Team Europa gibt's 20 Punkte, für Team Afrika 10 Punkte, für Team Asien gibt es 5 Punkte und ebenfalls 5 Punkte für Team Amerika. Und ich weiß jetzt schon, wer den Bonus bekommt. Mit 215 Metern einfach mal entkommen. Für 5 Punkte mehr gibt's damit auch wieder für Team Europa. Und damit sieht das dann im Gesamtpunktestand wie folgt aus. Team Afrika ist nach wie vor an der Spitze, aber dicht gefolgt von Team Europa. Und wir gucken jetzt nach Amerika. Wenn man an Amerika denkt, dann denkt man sofort an das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Auto ist so groß wie unser Spielfeld. Aber Amerika ist ja auch ein Kontinent. Und vor allem dieser Kontinent, der bringt die besten Zutaten mit, um richtig gut zu fangen. Hier sind sie, das Team Amerika. Von Alaska bis Chile. Das ist Team Amerika. Luis Alcmim, 29 Jahre, Parkourer. Carlos Meyer, 29 Jahre, Parkourtrainer. Renee Dembley, 24 Jahre, Freerunnerin. Dwayne Holiday, 42 Jahre, Tänzer, Choreograf und Yogalehrer. Team-Captain Evil Jared Hasselhoff, 49 Jahre, Musiker. Come on, guys. Cheers up. Also, wenn ich Team America höre, dann denke ich immer an einen Film mit Puppen von den South Park-Schöpfern. Team America kennt ihr? America? Fuck yeah! aber hier hat es tatsächlich mit dem kompletten Kontinent zu tun. Evil Jared, ja. USA? Genau. Brasil? Brasil? Rene? Canada and US. Carlos? Peru. Peru and Dwayne? Die Staaten, ja. Du bist, du sprichst ein bisschen Deutsch und du bist Balletttrainer und Yoga-Lehrer. Wie weit wird dir das helfen hier bei Catch? Ach, well, weiß ich nicht. Aber bis jetzt, du hast gesehen, das Ergebnis, es hat mich nicht unbedingt viel geholfen in die erste Spiel. Ja. Aber ich habe immer noch Hoffnung, glaube ich, sehr auf unsere Mannschaft. Ja. Can you do some crazy, stretchy, weird shit? Do you really want me to? I really want you to see. I really want to see some crazy, weird stuff. Something really. Okay, hold on. Literally. Let's see if I can remember this. Was that, does that fulfill the, ja. Did I check the box? Stimmung hier in Amerika ist tippitopp. Und bei dir, Andrea? zu dem Thema sage ich jetzt besser nicht, darf ich nicht, steht in meinem Arbeitsvertrag. Aber ich kann jetzt einfach mal sagen, dass wir bei Catcher eigentlich immer höher, schneller, besser wollen. Auch wegen Luke, der treibt uns alle voran. Aber wir vergessen dabei eins nicht, den Ursprung des Fangsports. Und da gehen wir jetzt hin zurück. Switched. Ja, switched oder übersetzt, du bist in seiner Reinform, in der ganz, ganz lässigen Variante. Und genauso aufgeräumt wie unser Spielfeld sind auch die Regeln. Pro Runde treten 4 Spieler gegeneinander an. Ziel ist es, so kurz wie möglich Fänger zu sein. Sobald ein Spieler gefangen wurde, wird er zum neuen Fänger. Die Zeiten, in denen die Spieler eines Teams Fänger sind, werden summiert. Das Team, das nach 4 Runden die kürzeste Zeit auf der Uhr hat, bekommt 20 Punkte. Die nachfolgenden Teams bekommen 10 und 5 Punkte. Wem es gelingt, einen Gegner am schnellsten zu fangen, erhält für sein Team 5 Bonuspunkte. So, und wir schauen uns jetzt auch gleich den Fahrplan für diese Spiele an. Und ihr loggt bitte ein, wer als erstes für euch an den Start geht. Habt ihr das schon getan? Habt ihr euch schon eingeloggt? Team Afrika, Team Europa? Amerika, ready? Okay, alle haben eingeloggt und jetzt schauen wir uns mal an, wer geht. Stefan geht zuerst für Team Europa an den Start. Oh, auch Luke Mockridge. Boah, alle Promis, Luke Mockridge, Hans Sapai, Minkai und Evil Jared in Runde 3. Da freue ich mich jetzt schon. Jan, deine Zunge ist immer aufgewärmt, deswegen kannst du jetzt auch direkt loslegen. Heiß ist sie, Andrea, und zwar heiß auf dieses Spiel. Eine Catch-Premiere. Und wir gehen, du hast es auch schon gesagt, zurück zu den Wurzeln dieses wunderbaren sich Fortbewegens, des Weglaufens, des Fangens. Europa fängt bitte an in diesem Lauf. Das heißt, Stefan, du beginnst aus der Mitte heraus. Alle anderen suchen sich ihre Ecke aus.
2, 1, catch. Und los geht's. Edison ist ausgeguckt. Vorsicht, nicht zu engagiert. Ja, Edison kann nicht zurückfangen. It's not allowed to catch the one who caught you. Also, kurze Phase jetzt fürs Team Amerika. Ah, er liegt da schon vor dir. Einen musst du dir schnappen. Türkis. Edison, okay. Auch noch so ein bisschen erwischt worden. Stefan kann sich ausruhen. Jetzt kann Edison sich ausruhen. Aber Stefan ist jetzt wieder dran. Es geht hin und her. Was für ein Wechselspiel. Und bislang ist das Team Asien mit Edison am längsten gerade in der Fängerposition. Valentin ganz nah dran an Carlos, aber der entkommt ihm. Valentin, wen suchst du dir aus? Stefan, nee, aber auch wenn ich kleinlich klinge, den darfst du nicht fangen. Mann, Valentin, du bist immer noch dran. Zurückfangen ist und bleibt nicht erlaubt. Hört ihr mich eigentlich? Nee, also jetzt wird es hier ein Ticken von Fuß in der Catch-Arena. Na, jetzt ist eh vorbei. Das ist die geringste Zeit, die das Team um ihn hier, der angefangen hat als Fänger, in Gänze gefangen hat. Mit viel Engagement wie immer dabei. Und dann Edison. So lange Arme, großer Schritt. In dem Fall auch erfolgreich bei Carlos zugepackt. Also. Vielen Richtungswechsel. Das tut schon so ein bisschen auch beim Zugucken weh. Man kann sich richtig austoben, aber ich glaube, das ist trotzdem ein Spiel, das man lieber hinter sich als vor sich hat. Ganz einfach, weil es so anstrengend ist. Das Nicken nach dem Catch. Wunderbar. Edison Tang. Ein schönes Bild, da nickst du nochmal in die Kamera, um zu bestätigen, dass du gecatcht hast. Du hast den ganzen Kontinent gecatcht. Du hast ja, du bist ja von überall quasi. Die Eltern aus Hongkong, du bist in den Niederlanden geboren, in Schweden aufgewachsen und lebst in Deutschland jetzt. Richtig. Genau so sieht's aus, in der Reihenfolge. In der Reihenfolge und er fängt die ganze Welt. Eigentlich ziemlich einfach, du musst durchatmen. Total, also ich habe das total auch überschätzt. Unterschätzen. Die Nächsten stehen schon bereit und Jan Platte scharrt auch schon mit seinem losen Mundwerk. Dankeschön. Also ihr steht da schon alle und tut es genau richtig und auch wunderbar. Kurz noch mal für den Hinterkopf. Man darf denjenigen, der einen gefangen hat, nicht zurückfangen in diesem Augenblick. Okay, also wenn ihr gefangen werdet, dürft ihr denjenigen, der euch gecatcht hat, nicht zurückfangen. Alter, das nur schaust für... ja wie ein Jaguar, ein Tiger, ein Gepard, Mann. Uiuiui. 3, 2, 1, catch. Fintu in der Mitte catcht erstmal fürs Team Afrika. Lila. Und sie schnappt sich Dwayne. Dwayne hätte gern Silke, aber die sagt, nö, mich gibt's nicht. Vor allen Dingen nicht so leicht. Waldi ruht sich bislang aus. Ein kurzer Antritt hier, ein schneller Lauf da. Und Silke ist so souverän. Diese Leichtigkeit. Jetzt hören wir sie kurz quieken. Da kommt sie dann nicht mehr weg. Jetzt das Duell. Silke gegen Bintou. Die Boxerin mit den so schnellen Füßen, die Beinarbeit, die ist gut. Die ist zweifache Europameisterin. Waldi jetzt. Das ist eine schöne Choreografie. Wayne weiß, wovon ich rede. Er kennt sich ja aus mit Tanzen. Ehemaliger Balletttänzer. Ja, keine Chance für Bintou. Also, komm noch mal, Bintou. Du schaffst das. Noch mal richtig Engagement. Silke, komm. Stefan hat das eben so gut gemacht. Ein Catch noch, ja. Super Einsatz von Silke. Ein paar Sekunden noch rübergeschoben zum Team Amerika. Die können am Ende wichtig werden. Das geht wirklich zweimal sehr eng zu. 8 Sekunden. Silke gefangen in diesem Lauf. Knapp drunter sogar noch Waldi. Und knapp über 20 Team Amerika und Team Afrika. So richtig schlau werden wir aber natürlich erst nach dem vierten Lauf. Wasser, schreit Silke, Wasser. Ja, Dwayne, du bist Tanzlehrer, Tänzer, aber ausgetanzt hat dich Silke. Dann mach dies nochmal, zeig nochmal den Move. Genau. Ja, hat sie super gemacht. Hat sie super gemacht? Ja, klar. Kennst du sie, hat auch das Zeug zur Tänzerin? Oh, natürlich. Also von Herzen. Geboren. Vom Herzen geboren. Sein Herz schlägt. Aber trotzdem saugut gemacht. Respekt. Ruht euch aus. Trinkt einen Schluck Wasser. Das ist immer gut. Und ich setze mich wieder hin. Und der Jan sitzt eh die ganze Zeit. Ich darf gar nicht aufstehen, Simon. Asien wird beginnen. Heißt für dich
Minkai, du startest aus der Mitte. Evil darf sich eine Ecke aussuchen. Selbiges gilt für Luke, selbiges gilt für Hans Sapai. Der größte Mann des heutigen Abends wartet in der Ecke. Minkai legt los. 3, 2, 1, catch. Sehr gut, da bringt sie den Riesen erstmal in Bewegung. Luke flott unterwegs. Ach, scheiße. Mach gar nichts, einfach auf dem Bein bleiben, hol sie dir. Die werden müde, wenn du dich bewegst. Guck mal, Luke hast du schon fast. Hans ist da, schnapp ihn dir. Dem ist bei Schalke früher auch immer so ein bisschen die Luft ausgegangen. Scheiße. Oh, sorry. Da Silke greift zu, auf geht's. Du schaffst es, Inkai. Komm, ich weiß, sie hat auch gesagt, die größte Herausforderung ist hier das Laufen. Denn das gefällt dir nicht so wahnsinnig gut. Du hast sie alle vor dir und die Ziele bewegen sich immer langsamer. Ja, du kriegst ihn gleich. Guck mal, wie der schnauft und wie der da rumbüffelt. Pack zu! Lila. Super, Inkai. Und jetzt Evil Jared auf der Jagd nach Luke. Yeah. Wow. Er hat, glaube ich, kurz zugepackt und Luke, no mercy. Durchgezogen. I got the fastest one. I got the fastest one. You got the fastest one, but maybe you are the fastest one too. Who said that? Me, in this case. Dad? Du hast auf jeden Fall Dean dabei. Stefan läuft. Ich mach nochmal. Stefan läuft. Callum hat Nasenbluten. Damit. Was? Ja. Okay. Gibt einen kurzfristigen Tausch beim Team Europa. Aber Stefan, hallo, mit gerade mal 18. Mann, hab ich so eine Da geht die Kondition doch nie aus. Switched! 3, 2, 1, catch. Luis, you need Tempo. Und er hat Tempo und schlägt erstmal zu. Jetzt ist Dean dran. Asiel nur kurz dran gewesen. Das wird, glaube ich, ein Riesenwechselspiel in jeglicher Hinsicht über 60 Sekunden. Guckt euch das an, wie häufig die sich gegenseitig abschlagen. Verrückt. Wie lange haben wir in Summe mal so kurz überschlagen? 26 Sekunden und ich glaube, es war keiner wirklich lange Fänger. Asien. Super. Wow, im Doppelflug fangen die sich hintereinander. Was für eine Kettenreaktion. Das ist Wahnsinn, ja, das ist die schönste, einfachste Form. Aber manchmal braucht man keine Hindernisse, um mitzufiebern. Dean, kleiner Rutscher, jetzt ist er am Ziel. Und jetzt läuft die Zeit nochmal fürs Team Asien. Eugene, auf geht's nochmal. Das ist Austrudeln, es geht nicht mehr richtig. Aber Riesenrespekt an alle vier. Fantastisch, einfach nur klasse, was ihr da in 60 Sekunden veranstaltet. Ich glaube, wir haben es leider nicht mitgezählt, aber ich würde gern eure Gesamtstrecke mal wissen. Eure Sprints, die ihr angezogen habt. Beim Fußball wird ja wirklich jeder Schritt erhoben und später kriegt man das unter die Nase gerieben. Jetzt könntet ihr euch das als Urkunde übers Bettchen hängen. Ich glaube, da war keiner unter 30 Sprints gefühlt in 60 Sekunden. Es hat ein bisschen was vom Trainerkarussell bei Schalke 04. Keiner will es so wirklich machen. Und wenn es dann einer machen muss, dann versucht er den Job ganz schnell wieder abzugeben. Dir war am Ende, war die Puste zu Ende. Du hast, glaube ich, ihr habt alle mega performt, aber dann hast du doch am meisten Zeit warst du der Fänger. Ja, hat man, glaube ich, sehr stark in meinen Beinen gesehen. Hier, da ging einfach nichts mehr. Deswegen will ich dich gar nicht lang zum Reden bringen. Du kannst dich ausruhen und Andrea, du darfst jetzt mal wieder. Du bist. Ja,
ich bin's. Und das ist auch ein wunderbares Spiel, um das einfach mal auch zu Hause einfach nachzuspielen oder im Kindergarten. So gehört sich's mit Fangen. Das macht Spaß und richtig gute Laune. Und ich darf jetzt auch switchen. Und zwar Zeit in Punkte. Und da sieht es sehr gut für Team Europa aus. Sie bekommen 20 Punkte, Team Amerika 10, Team Afrika 5. Und es gibt auch noch Bonuspunkte für den schnellsten Fang. Und die gehen an... Die Bonuspunkte natürlich auch an Team Europa, denn Stefan hat so schnell gefangen, da ist man gar nicht wirklich mitgekommen. Und damit schauen wir auf die Gesamtwertung und da sieht es sehr gut aus für das Team von Luke Mockridge. Team Europa schiebt sich an die Spitze mit 60 Punkten, gefolgt von Afrika und ganzes Schlusslicht ist hier Team Asien mit nur 10 Punkten. Und wir gehen jetzt nach Asien. Die sind in vielen Bereichen einfach schon jetzt die Nummer 1. Die haben die meisten Menschen, die größte Fläche, die höchsten Berge und am schnellsten Team der Welt, da arbeiten sie dran, mit diesen 5 hier. Hier ist Team Asien. Vom Uralgebirge bis zum Pazifik. Das ist Team Asien. Yujin Lee. 20 Jahre Parkour-Athlet. Ming Wonok, 28 Jahre Parkourer. Waldi Müller, 26 Jahre Freerunner. Addison Tang, 40 Jahre Tänzer. Team-Captain Ming Kai Fan Thi, 46 Jahre Schauspielerin. So, und ich hab's mir jetzt mal bei Team Asia gemütlich gemacht. Team-Captain Ming Kai, du gehst tatsächlich joggen. Hast du ja uns im Vorfeld erzählt. Wie oft die Woche machst du das? Also ich hab's nur für diese Sendung gemacht. Ich hasse Joggen. Sieht man ja auch, wie ich hier so abluse. Du hast Joggen? Nee, ich hasse wirklich Joggen. Kommst du nicht in diesen Runners High? Nee, mein Mann läuft Marathon. Ich finde das völlig krank. 42 Kilometer, ich verstehe das nicht. Und ich laufe sehr langsam, wie man sieht. Mein Sohn hat sich kaputt gelacht, als er gehört hat, dass ich hier mitmache. Aber mit dem spielst du doch Fangen, oder? Ja, mit dem spiel ich Fangen, aber auch keine Chance. Aber ich sehe dabei gut aus. Das kann man hier tatsächlich komplett bestätigen, dass du toll dabei aussiehst. Auf welches Level freut ihr euch am meisten, Ming? Auf das nächste, aufs Up and Down. Up and Down ist deins? Richtig taktisch, technisch, stylisch. Ich glaube, das wird richtig cool. Taktisch, technisch und mit viel Kalkül daran gehen. Team Asia ist auf jeden Fall gewappnet fürs nächste Level. Andrea, erzähl uns was. Ich kann noch eine asiatische Weisheit zum nächsten Spiel einfach erzählen. Nur wer den Weg kennt, der findet auch sein Ziel. Up and Down. Gesucht werden hier die fittesten und beweglichsten Athleten und die Antwort darauf, wie kommt man hier wieder raus, ohne zu viele blaue Flecken zu bekommen? Die Antwort darauf, beziehungsweise jetzt erstmal die Regeln, gibt's von uns. In einem Balkenraster muss ein Fänger versuchen, 3 Gegner zu fangen. Dafür hat er maximal 1 Minute Zeit. Die Balken müssen entweder überquert oder unterquert werden. Das Team, dessen Läufer addiert am längsten entkommen können, erhält 20 Punkte. Die Nachfolgenden bekommen 10 und 5 Punkte. Der Fänger, der alle 3 Gegner am schnellsten fangen kann, erhält 5 Bonuspunkte. Ja, der Kampf der Kontinente geht genau jetzt weiter mit diesen Begegnungen. Wir haben 4 Läufe, jeweils immer 1 Fänger und 3 laufen weg. Und die sehen so aus. Ihr geht bitte ein, wer ist Fänger, wer läuft weg? Und denkt dran, ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Der Fänger braucht viel mehr Energie als diejenigen, die weglaufen. Also das haben wir in den Proben wirklich gesehen mit unseren Sportstudenten, die das für uns probiert haben. Die Fänger, die sind danach richtig K.O. Habt ihr eingeloggt? Okay, dann schauen wir mal an. Wer tritt an für Team Asien? Das ist Min. Oh, und in Europa die Geheimwaffe. Karil, ich freue mich jetzt schon auf dieses Match. Jan, du mit Sicherheit auch schon, oder? Ja, genau so ist es. Denn wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, bei der EM haben sich viele Athleten praktisch schockverliebt in diese Catch-Idee. Man kann nur ein Kompliment aussprechen an das Team um Luke, Tobi, Yu, Luca und die anderen, die an dieser Gerüstplanung sozusagen beteiligt waren. Und um noch so ein bisschen aus dem Catch-Nähkästchen zu plaudern, Team Asien hat sich da eben noch auf dem Sofa sozusagen sitzend ganz klar dieses hier als Lieblingsspiel auserkoren. Ming, derjenige,
der fangen wird, up and down. 3, 2, 1, catch. Carlos, René und Luis müssen wegkommen. Bei Schwarz darf man nur unten durch, bei Gelb muss man oben drüber. René wird als erster erwischt nach 8 Sekunden. Nein, nein, sorry. Und jetzt haben wir das Duell. Ming hinterher, Luis, ja, gerade noch so im Tempo. Jetzt verstolpert er sich so ein bisschen. Was für ein Abhauen auf sehr, sehr hohem Niveau. Stark gemacht, Ming. Und jetzt brauchst du aber noch so ein bisschen Energie für Carlos. Ja, treib ihn in die Enge, da hast du ihn im Prinzip. Gut, unten durchgefasst, durchgewischt. Alter. Es passiert viel auf dem Boden. Die Action nicht immer im sofort sichtbaren Bereich, sichtbar aber, wie unterhaltsam das ist. Auch für die Teams, die dazugucken. Man braucht eine wahnsinnige Kondition, man braucht gute Waden, man braucht Sprungkraft ohne Ende. Die Mannschaft, die am längsten abhaut, bekommt 20 Punkte. Es werden in Summe 1 Minute und 7 Sekunden für das Team Amerika. Jetzt haben wir Karil und jetzt kriegt er es zu tun mit dem Team Afrika. Dean dabei, Nabil dabei und auch Bintou. 3, 2, 1, catch. Ja, er weiß es. Man muss sofort ins Tempo gehen. Oh, Bintou, schwierig, da irgendwie diesem Kerl zu entkommen. Jetzt guckt er sich Dean aus. Oh, Dean. Du bist erwischt worden, dann geht's auf dem schnellsten Wege raus. Und jetzt im Krabbelmodus. Krabbel 1 gegen Krabbel 2, orange oder gelb. Wer krabbelt am besten? Ich sag, Nabil krabbelt am besten, aber er kann dann trotzdem nicht entkommen, weil Karil noch schnell genug da ist. Wow. Ja, dieses Gesamtpaket. Also Luke wusste genau, was er gemacht hat, als er bei der EM gesagt hat, dich hätte ich gerne in meinem Team für den Clash der Kontinente. Es ist alles gepaart. Energie mit Eleganz. Auch der Ehrgeiz ist da. Ich habe ihn gehabt. Ich habe ihn gehabt, ja. Dean ging dann runter. Dann krabbeln sie hin und her. Das finde ich großartig eigentlich, wie Nabil das macht. Aber dann schaffst du es doch nicht mehr, dich wegzurollen. Das macht schwer Laune. Lasst uns mal zusammen auf die Zeit gucken. Das ist natürlich auch ein Test für unsere Balken. Jo, up and down. Und es gibt in Summe 35 Sekunden. Erste Catch nach 4, dann 10, dann 19. Jo, nicht viel Zeit für Afrika. Bintou, Beinarbeit im Ring, eigentlich genau dein Ding, aber gegen die Parkourer ist es einfach verdammt hart, oder? Nee, vor allem dieses Weglaufgefühl, das kenne ich gar nicht in der Hinsicht. Und vor allem noch Hürden zu haben, einmal gerade drüber gesteigert und was kommt jetzt zurück? Nee, zu spät, und dann war es schon durch. Dann war es schon durch, hier sehen wir es nochmal. Da bist du rüber, wolltest zurück und dann ist vorbei. Aber du lachst immerhin und du unterdrückst deinen eigentlichen Impuls, einfach zuzuschlagen. Und Jan, ich schlag zu dir, aber nur verbal natürlich. Zu gnädig. Kommt Luke? Nee, Stefan kommt. Mittig, Silke, rechts, Stefan. Und hinten, ich nehme den Feldstecher und erkenne Dwayne. Tänzer, Yogalehrer, Bewegungskünstler. Und jetzt muss er zeigen, was er in diesem Raster so drauf hat. Ja, du! Ja, wer sagt das? Ich! 3, 2, 1, catch! Come on, Dwayne. Zeigt, dass man auch mit über 40 noch flott fangen kann. Silke sich als erstes auszugucken, halte ich für sehr, sehr mutig. Denn wenn hier eine durchhuscht und wie ein Geist mal links und rechts auftaucht, dann ist es Silke. Genau. Kopf die Idee um. Klasse, Dwayne. Und schnapp dir Stefan als erstes. Raus aus dem Parcours. Ja, mit Meditation kennst du dich aus, aber hier musst du Aktion zeigen. Runter, ja. Gut gemacht, Dwayne. Und go, jetzt Play smart. Auf geht's. Play smart ist der Ruf. Silke, oh! Ja, run! Raus, Silke! Silke haut ab und haut ab und haut easy, ab. Er wird müde. Easy. Let's go, let's go, let's go. Yeah. Was für ein Manöver da zu entkommen von Silke. Die letzten Sekunden, die holt, ja? Die komplette Zeit fürs Team Europa. Dwayne
jetzt legen Sie sich in den Arm. Super, was ihr da macht. Das ist einfach toller Catchsport von euch beiden. Auch Callum gefällt es ganz, ganz groß. Elegant sowieso, formvollendet. Super smart, auch von Dwayne. Nachdem er gemerkt hat, nee, an Silke komme ich erstmal nicht ran, zu sagen, ich nehme mir die Jungs vor. Und die hat er dann, beide relativ schnell. Team Europa bringt es auf 103 Sekunden und ein bisschen. Man könnte auch sagen, eine Minute und 43. Liegt vor allen Dingen auch an der großartigen Silke Solfrank. Denn die läuft mal eben 60 Sekunden hier durch den Parcours. Ist also ein Vorbild für Waldi, für Edison und auch für Eugene. 3, 2, 1. Catch. Also wir haben jetzt eben gerade schon wieder ganz viel gesehen. Flummi-Modus, Pinguin-Modus und jetzt untenrum mit diesen langen Beinen. Hinter dir ist eigentlich jemand, aber er hat nur Augen für Waldi. Und für Waldi ist es die Spielwiese seines Lebens, wie der da durchflutscht. Guck mal, auf dem Bauch, Eugene. Und jetzt obenrum, der Touch ist da. Well done, bien fait, Valentin. Und jetzt keep going. Genau. Jetzt bist du da, zweiter Catch und jetzt kommt die größte Herausforderung. Sie hört auf den Namen Waldi Müller. Wow, das ist einfach fantastisch, wie du da irgendwie noch vorbeikommst an dem langen Arm des Mannes aus Marokko. Jetzt hat er dich gehabt oder nicht? Nein, die Schiedsrichter loggen keinen Catch ein. Touché, touché. Touché. Also wir müssen gleich gucken, wir machen das mit Videobeweis. Was für ein Balanceakt, aber so kommt man dann natürlich nicht wirklich weg. Ich bin Clément Dumé. Er hatte mich. Im Zweifelsfall eine Sache natürlich für unsere Schiedsrichter. Die müssen das jetzt entscheiden, denn dafür haben wir sie. Die erste Aufnahme, da sieht man es ganz gut, weil seine Finger nach oben biegen. Waldi, du bist eine 1 mit Stern, auch für dein Fairplay und erst recht für das, was du in den Parcours machst. Offiziell verkündet werden muss das aber natürlich von einem Schiedsrichter. Und der trägt für gewöhnlich schwarz. Genau, nach Blick auf die Bilder konnten wir eindeutig sehen, dass sich der Finger bewegt hat, dass also eine Berührung zwischen der Hand und dem Schienbein stattgefunden hat. Von da war es ein gültiger Catch. Waldi wurde gefangen. Waldi wurde gefangen, aber sehr spät. Das war ja fast schon wie Waldi. Das war eine Symphonie. Dann bist du wirklich eine Partitur, bist hier durchgeflitzt. Wahnsinn. Und auch noch ein fairer Sportsmann, der zugibt, obwohl er sich gespürt hat, dass er gecatcht wurde. Respekt. Das macht dir Bock, oder? Ja, Mann, das ist echt ein richtig geiler Kurs. Sliden, drüber springen, sliden, drüber springen. Mega. Wir gucken noch mal auf die Zeiten in Summe des Team Asiens. Up and down. Und das sind 1 Minute und 33 Sekunden insgesamt, die ihr entkommen seid. Waldi hat da noch richtig Zeit. Gut gemacht für euch. Puh, also einem normalen Menschen tun bei den Bewegungen schon beim Zuschauen der Rücken weh. Und Waldi, der hat dabei noch mal so richtig Spaß und überlegt, wie er das in seinem Wohnzimmer bekommt. Wir schauen mal auf die Punkte. Und da sieht es für Team Europa verdammt gut aus, auch wenn Asien wirklich dicht dran ist. 20 Punkte für Team Europa. Asien bekommt 10 und Amerika noch 5. Und das Bonus, das gibt's auch noch, unser Bonuspünktchen. Die 5, die hat Karil geholt. Der hat's wirklich wahnsinnig schnell einfach mal gecatcht. In sage und schreibe 35,2 Sekunden hat er zugeschlagen. Das bedeutet nochmal 5 Punkte obendrauf für Team Europa. Und wir schauen nach Match Nummer 4 auch noch auf die Gesamtwertung. Und da sieht es immer besser aus für Team Europa. 85 Punkte und Afrika dahinter abgeschlagen. Schon 40 Punkte weniger, 45 Punkte. Team Asien und Amerika teilen sich den letzten Platz. Ja, der Mockridge, der schafft tatsächlich, was die EU nicht schafft. Er eint Europa tatsächlich. Und dieses Team wollen wir natürlich auch noch mal genauer sehen. Yay! Vom Atlantik bis zum Uralgebirge. Das ist Team Europa. Karil Kort-Moller, 20 Jahre, Parkour-Athlet. Silke Solfrank, 23 Jahre, Parkour-Athlet.
Stefan Dollinger, 17 Jahre, Freerunner. Callum Johnston, 25 Jahre, Parkour-Trainer. Luke Mockridge, 31 Jahre, Erfinder von Catch. So, Team Europa feiert quasi das europäische Zusammenhalten und zwar in Form von uns fünf. Das bin ich, Luke aus, heute mal Italien, weil meine Mama Italienerin ist. Colm from? Schottland. From Scotland. Schottland. Karil. From Switzerland. Stefan. Aus Österreich. Und Silke. Aus Deutschland. Die einzige Deutsche im Team ist Silke Solfrank. Und du warst ja schon immer dabei, ne? Also du bist schon seit der Geburtsstunde von Catch dabei. Seit dem ersten Mal. Sollen wir dir schon eine Festanstellung geben? Oder? Wäre ganz nett, ja. Also ich glaube, langsam wird es Zeit, oder nicht? Stefan, 18 Jahre alt, ne? Ja. Wie geht's dir hier bei uns in der Truppe? Ich find's richtig, richtig mega cool und lustig, seine Spiele. Ist lustig? Ja. So, die Spiele sind sehr facettenreich und ich mag das voll gern, das Schnelle und Variable, auf wie oi, zwischendurch und dann catchen auch noch jemanden, das ist mega, mega Spaß. Mach das. Du gehst aber nicht mehr zur Schule, oder? Nee. Was machst du? Ich mache eine Lehre und nebenbei bin ich Freerunner. Eine Lehre als was? Als Fitnesstrainer. Als Fitnesscoach. Beim Lukas Steiner. Wenn ihr optisch so eine Maschine sein möchtet wie er, dann könnt ihr ihn buchen als Personal Trainer. aber ich finde es geil, dass du dabei bist, quasi meine Youngster-Entdeckung. Und ich glaube auf jeden Fall, Team Europa grüßt vom ersten Platz und da oben kriegt uns erstmal keiner weg. Team Europa. Ich habe noch eine Frage an den Teamkapitän. Luke, also du hast ja wirklich das Händchen dafür, gute Teams zusammenzustellen. Jogi Löw, da wird die Luft langsam sehr dünn. Hättest du Bock auf Katar? Ich habe auf jeden Fall Bock auf Katar. Bierhoff, ruf mich an, ich stelle dir eine Truppe zusammen und dann werden wir Weltmeister. Versprochen. Ich weiß, dass Motorsport nicht unbedingt dein großes Thema ist. Motorsport finde ich, also Menschen dabei zuzusehen, wie sie im Kreis fahren, das findest du natürlich wunderschön. Ja! Meins ist es nicht, aber... Deswegen haben wir uns für dich jetzt was ganz Besonderes überlegt. Wir jagen euch einfach Motocross-Profis hinterher. Schön, oder? Sehr, also wenn ihr meine Vespa dafür braucht, würde ich sie zur Verfügung stellen. Wir haben was Besseres hier. Mensch gegen Maschine, 180 Puls gegen 130 PS. Factory Run Offroad. Ja, wir haben vorhin über höher, weiter, schneller bei Catch geredet und uns fällt da wirklich immer wieder was ein. Wir haben uns gedacht, ja, warum müssen die denn eigentlich immer gegeneinander laufen? Warum denn nicht mal gegen ein paar PS mehr? Und genau das tun wir jetzt. Sie müssen wirklich weglaufen und einer der besten Motocross-Profis dieser Welt fährt ihnen hinterher und versucht, sie zu fangen. Zieht euch alle Jacken an, Jungs! Wir gehen raus in eine alte Drahtfabrik, die direkt neben dem Studio ist. Und wir erklären euch auch natürlich noch die Regeln. Die Spieler haben 70 Sekunden Zeit, die Fabrik zu durchqueren und das Ziel zu erreichen. Verfolgt werden sie dabei von einem Motorradfahrer. Wird ein Spieler von dem Motorradfahrer mit einem Tagbat gefangen oder kommt er zu spät ins Ziel, erhält er keine Punkte. Der erste Spieler, der das Ziel erreicht, erhält 20 Punkte. Die nachfolgenden 15, 10 und 5 Punkte. Gegen ein Motorrad antreten. Luke, du hast ja einen Mofa, damit bist du in Köln weltberühmt. In Köln weltberühmt, so ist es. Meine Vespa, die kennt man nicht. Schneid da immer die Smartfahrer ab. Blau, gell? Blau, ja. Ja. Und wie schnell fährst du da immer so? Laut Gesetz 50 km/h. Und wenn wir mal jetzt allen Polizisten sagen, sie sollen sich die Ohren festhalten, also zuhalten? 50 km/h. Niemals schneller. Also unser jetziger Gegner, der fährt ein bisschen schneller. Ja. Und der kann Dinge mit seinem Motorrad, von denen träumen wir alle. Da denkst du dir tatsächlich, ja, da gibt es andere Gesetze bei der Schwerkraft. Hier ist euer Gegner, Ladies and Gentlemen, Luke Ackermann. Selten war ich so froh, dass Bremsen da auch wirklich funktionieren. Herzlich willkommen, Luke Ackermann. Schön, dass du hier bist und bei uns mitmachst. Wann warst du das erste Mal auf einem Motorrad gesessen? Ja, ich habe sehr früh angefangen. Ich habe mit 3,5 Jahren das erste Mal auf dem Motorrad gesessen. Und ja, es ist mein Leben. Wir sind sehr stolz, dass du heute bei uns dabei bist und unsere Athleten jagen wirst. Die sind schon ganz ruhig geworden. Luke?
Wäre das nichts für dich so mal? Ja, keine Ahnung. Also ich habe auch so ein Ding zu Hause stehen, ist ein bisschen kleiner und hat so eine Pucki-Fahne hinten drauf, damit man mich im Straßenverkehr sieht. Und so blonde kleine Dinge in den Nieten. Ich habe großen Respekt und bereue es gerade auch, dass ich gleich hier laufen muss. Du wirst später auch hier antreten und da kannst du deine Beine echt nur in die Hand nehmen und vor allem sehr schnell sein. Wir würden dich jetzt einmal bitten, den Parcours einmal vorzustellen und wir begleiten dich. Du hast die Kamera auf dem Helm. Leg los. Und dann könnt ihr auch schon mal sehen, wo der Weg entlang geht und vor allem, wie schnell der Mann da wird. Du kannst losfahren, Luke. So, jetzt geht's hier hoch und dann durch dieses kleine Fenster. Da muss er erstmal runterbremsen. Dann kommt ein kleiner Slalom. Da ist es für ihn auch schwieriger, einfach auf Tempo zu kommen. Die erste Steilkurve. Und da kann er richtig schnell werden, bis zu 65 km/h. Hier muss er einen kleinen Donut machen. Das könnt ihr euch zum Vorteil machen. Und nach der zweiten Steilkurve, die jetzt gleich kommt, da wartet ein Riesensprung. Und da kreuzt ihr dann. Also ihr unten, das Motorrad springt über euch drüber. Das klingt genauso gefährlich, wie es ist. Und hier ist noch mal die Länge. Die Strecke, wo er richtig Vollgas geben kann. Und Endspurt auf der Schlussgeraden. Und da geht es nochmal richtig schnell. Bis zu 70 km/h. Und wer es bis hierhin schafft, der holt Punkte. Ihr seid so ruhig geworden. Hans, bereust du es, dass du jetzt antrittst? Du hattest schon viele schlimme Gegner. Können wir noch gehen, oder? Nein, du kannst jetzt dann gleich laufen. Ja, bereuen tue ich es, weil ich habe das nicht gedacht, aber... Ja, aber ist natürlich eine coole Herausforderung. Wisst ihr was, wir sind auch nicht so. Wir geben euch 3 Sekunden Vorsprung und auch ein paar Meter. Ihr startet hier an der weißen Linie. Luke Ackermann, einer der besten Freestyle-Profis der Welt, startet da hinten, geht auf eure Position, zieht die Jacken aus und damit wird jetzt aus Jan Platte nicht nur ein Catch-Profi-Kommentator, sondern auch ein Motocross-Kommentator. Ja, ein Traum geht in Erfüllung. Für mich, aber ich glaube eher nicht für dich. Ich meine, Hans Zapper hat unter Felix Magath Fußball gespielt. Da kann es eigentlich kaum schlimmer werden. Aber mal gucken, wie das jetzt wird. Yeah. Aber ihr habt den Vorsprung. Glaubt an euch und bleibt, Andrea hat es auch schon gesagt, auf eurer Spur. Dann kann es nur schön werden. 3, 2, 1, run. 3, die Läufer 2, dürfen starten. 1, das Muffensausen en masse wird jetzt natürlich fabriziert. Das liegt allein an dem Geräusch, was Sie da hören hinter sich. Aber der Anfang ist für Luke Ackermann, der so herausragend Motocross Freestyle fährt, natürlich schwer. Jetzt hat er den Bett in der Hand, hat den ersten Catch und dann weiterlaufen. Aber nicht wer gefangen ist. Wer gefangen ist, geht raus aus der Spur. Jetzt gibt's da den Sprung. Und Carlos ist so ein bisschen in Gefahr, wobei mal gucken, vielleicht schnappt er sich auch lieber die, die weiter vorne laufen. Karel ist weit unterwegs, Hans ist weit unterwegs. Der nächste Catch. Und jetzt gibt es noch ein Ziel, jetzt gibt es Tempo, Karel. Unglaublich! Abgefangen, glaube ich. 3 Meter gefühlt vor der Ziellinie. Wahnsinn! Mensch gegen Maschine. Luke Ackermann, Freestyle-Motocross-Weltmeister 2019. Er lässt die hier vorne weg. Die kommen alle ganz gut durch. Und dann geht sofort hinterher. Der muss sich ganz klein machen hier. Da kommen sie sich ganz schön nah. Es gibt die Berührung mit dem Tagpad. Riesenrespekt, Karel, dass du das geschafft hast. Du hast es fast erwischt. Du kannst es auch auf die Langstrecke. Enough respect. He had a great run. It was so close. Maybe 6 meters before the goal line he caught you. How much fear did you feel? The noise was scary. And yeah. I have nothing else to say. The noise was scary, sagt er. Also die Lautstärke, die macht Angst. Das kann ich total verstehen. Ich habe sogar Angst gehabt, während ich hier gestanden bin. All right, thank you very much. Andrea, die nächsten Opfer, so nenne ich es jetzt einfach, sind bei dir. Ja, bevor die nächsten Opfer kommen, die stehen schon hier neben mir, gibt es jetzt erstmal Punkte und zwar für Amerika. Und da gibt es
20 Punkte obendrauf für Team Amerika. Die haben sich richtig gut geschlagen, weil sie einfach nicht hier sich haben fangen lassen. Und ihr seid auf eure Position. Auch ihr bekommt 3 Sekunden Vorsprung und ein paar Meter. Und Jan darf das Ganze wieder kommentieren. Und wir haben durch Carlos Meyer gerade gesehen, dass es möglich ist, Luke Ackermann zu entkommen. Die vier Herren versuchen das jetzt. Lauf 2. Factory Run Offroad. 3, 2, 1. Run. 3. So, Callum als erster, Dean hinterher, dann Luis und dann noch Eugene. Und jetzt kommt Luke Ackermann. Schwierigkeit für Luke auf dem Bike, dass links eben gekuppelt werden muss. Jetzt greift er zu links, hat es Tagback und erwischt den ersten. Tagback weg. Ihr könnt weiterlaufen. Der erste ist raus mit Eugene. Aber ein Trio hat noch Hoffnung, das zu schaffen. Der Jump sitzt, die Landung sowieso. Und jetzt gibt es noch ein paar Möglichkeiten zuzugreifen für Luke Ackermann. Das erste Mal schafft er es hier. 2. Und ich glaube, er holt sie sich alle. Wahnsinn. Mit der einen Hand gibt er Gas, mit der anderen schlägt er zu. Ich glaube, du hast sie alle erwischt. Okay, dann weiter geht's. Ey, ist eh dann so weit schon vorne gewesen. Wow, es geht so eng zu. Wir gucken gleich noch mal drauf. Dean trudelt ein, Luis trudelt ein. Wer hat sich das Spiel ausgedacht? Die gratulieren sich und fragen noch mal, wer hat sich das Spiel ausgedacht? Also so geht das vorne weg. Der Touch ist völlig klar bei Eugene. Es geht weiter auf die Jagd für Luke Ackermann. Es sind alle gefangen. Es ist einfach eine fantastische Leistung. Luke, da kommt er rein. Dean, die erste Frage war, wer hat sich das Spiel ausgedacht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Spieleredaktion keiner sich traut, zu beichten, dass er es war. Ja, ein toller Lauf. Gratulation. Und ich gebe zu Andrea, bevor Dean wütend wird. Chill, okay, Luke. Chill. Dean wird nicht wütend, aber unsere Silke, die hat schon richtig Angst. Warum schicken sie dich, Silke? Das weiß ich auch nicht. Das will ich auch gern wissen. Hast du irgendwas getan? Hast du mit jemandem Streit? Ja. Hast du Luke verärgert? Anscheinend ist es lustig, mich zu sehen, wie ich von einem Motorrad weglaufe. Oder so. Oh Mann, ich hab... Du musst keine Angst haben. Aber der ist so laut. Jetzt keine Punkte. Keiner hat es ins Ziel geschafft, aber auch keiner wurde überfahren. Das ist doch schon mal eine schöne Nachricht, oder? Ja. Silke? Ja. So, jetzt muss ich dich hier wegschicken, Silke. Toi, 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 tut euch nicht weh. Geht auf eure Startposition. Silke, du musst jetzt. Ich würde es ja für dich tun, wenn ich könnte. Es ist eine Lüge. Jan, bitte mach du weiter. Sehr gut, Silke. Und Silke, tut mir leid. Das ist der erste Schritt. Jacke aus, 70 Sekunden Zeit, um ins Ziel zu kommen. Du hast gesehen, du kennst Carlos auch. Der hat es auch gepackt. Und Luke Ackermann, der ist ein wahnsinnig guter Freestyle-Motocross-Fahrer, aber er ist kein Unmensch. Also, der macht keine verrückten Manöver mit euch. Konzentrieren, auf der Spur bleiben, Gummi geben. Gilt für euch alle 5. Dritter Lauf. Oh Gott. 3, 2, 1. Run. 3, 2, 1. Catch. Auf jeden Fall alle schon mal ganz gut durch. Luke hinterher. Ja, wir hören das Motorrad, wir hören Silke. Zu erwarten, bleibt auf eurer Spur. Stay on your track, you runners. Ja, jetzt dauert es gleich nicht so lange. Der eine duckt sich weg. Und jetzt macht Luke das genau richtig. Einmal rum den Donut. Und jetzt geht's weiter. Und dann Turn relativ clever. Der sagt sich auch, ich glaube, der Sprung über Dwayne. Der sagt sich auch, ich glaube, der catcht sich eher die, die vorne laufen. Die anderen machen so ein bisschen Taktik, Verlangsamung. Aber sie müssen eben in den 70 Sekunden bleiben. Ming, den er klar erwischt. Aber ihr seid noch nicht endgültig entkommen. 15 Sekunden in Summe noch Zeit. Silke, du bist raus. Und alle anderen gucken wir uns natürlich in den Wiederholungen an. Ihr müsst Gummi geben. Nee, die schaffen es nicht. Da sind nur noch 3. Keep running. Du nicht, Silke. Du bist... Ihr seid ein bisschen zu langsam. You've been too slow, Dwayne, Valentin. Und jetzt sehen wir noch mal die Funken, die vorne sprühen. Und Valentin
der sich da klein macht, was ihm bei seiner Körpergröße gar nicht so leicht fällt. Und jetzt kommt das Motorrad geflogen gleich. Was für ein Bild! Genau das hier! Und dann geht's wieder rein und zu einer der 7 Stationen. Das ist das Aus für Ming. Hier auch kein Entkommen für Silke. Und die beiden großen Kerle, die sich Zeit gelassen haben, die haben sich halt zu viel Zeit gelassen. Also er hat sie alle rausgenommen. Die einen zu lahm und die anderen hat er gecatcht. Ja, das ist der Applaus, den ihr euch selber geben könnt. Silke, das war das erste Mal, dass man deine Schreie nicht mehr gehört hat, weil das Motorrad lauter war. Und du warst so kurz davor, du hast echt einen guten Lauf hingelegt. Ich lasse es auch nicht zählen, der beim Popo rührt. Das ist Belästigung. Hashtag MeToo. Und Dwayne, hattest du das auf dem Schirm, dass du hättest nur einen Müh schneller sein müssen? Du warst so kurz vom Ziel, aber du hattest die 70 Sekunden nicht im Kopf. Nee, ehrlich gesagt nicht im Kopf. Also ich hätte noch vielleicht ein bisschen Kraft, aber so ist das eben. Und irgendwie... Ja, hatte ich nicht im Kopf. Das ist nicht schlimm. Ja. Ein schöner Lauf und es ist einfach eine wahnsinnige Action. Ich habe hier wirklich Schiss vom Zuschauen. Wollte ausweichen, aber es ging nicht. Andrea, du darfst, du bist es. Sei lauter als das Motorrad. Lauter als Motorrad schaffe ich nicht mal in meinen besten Tagen. Aber ich würde so gerne mal wieder Punkte verteilen. Aber bis auf Carlos in der ersten Runde hat es noch keiner geschafft, Luke Ackermann zu entkommen. Und jetzt ist der andere Luke da. Luke Mockridge, der amtierende Europameister, der amtierende deutsche Meister. Luke, ihr habt 70 Sekunden Zeit. Wegducken war gerade echt eine gute Idee, aber dann haben sie sich zu viel Zeit gelassen. Freust du dich auf den Lauf? Das ist ja eigentlich deine Paradedisziplin. Ja, aber gegen ein Motorrad wird es halt schwer. Also ich glaube, wenn von allen Athleten es nur einer packt, muss man vielleicht nochmal ins Regelwerk gehen. Aber ich habe einfach nur eine Taktik und die heißt anfangen zu laufen und nicht aufhören zu laufen. Dann schauen wir mal, ob du das genauso umsetzen kannst. Geht bitte auf eure Position. Auch ihr bekommt 3 Sekunden Vorsprung. Ich wünsche euch allen toi, toi, toi. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Die sind bereit, der Kerl da hinten ist bereit. Lauf 4, Factory Run, Offroad. 3, 2, 1, Run. 3, 2, 1, Catch. Als zweiter Evil vorneweg, dann Bintu und jetzt kommt Luke Ackermann hinterher. Die großen Jungs sind schnell dabei. Ming Kai, bleib auf deiner Spur, das ist am wichtigsten. Genau. Sehr gut. Jetzt wird zugegriffen von Luke. Guckt sich Ming Kai als erster aus und die ist, glaube ich, der Reaktion wegen erwischt worden. Bintu, du kannst weiter, bleib auf deiner Linie. So, der Sprung weit über Bintu hinweg. Die kann es aber vielleicht in den 70 Sekunden schaffen. Du hast noch 30 Sekunden Zeit, Bintu. Ich glaube, dich wird er jetzt so richtig beobachten. Mann, beißt Luke, das ist ja großartig. Und Evil Jared auch. Die sind super unterwegs. Die haben noch genügend Zeit. Luke, gib Gummi, das ist fantastisch. Das ist Wahnsinn. Wow, Luke ist schneller als der andere Luke. Der packt es tatsächlich. Mein lieber Mann, das sind 350 Meter unter sowas von erschwerten Bedingungen. Bintu hätte es auch noch fast geschafft. Wir gucken auf den Start. Die großen Jungs vorne weg, die beiden Ladies hinterher. Wow! Luke Ackermann lernt natürlich dazu von Lauf zu Lauf. Verlangsamt kurz, erwischt Ming Kai. Bintu denkt, okay, ich gehe mal kurz in die Doppeldeckung, aber da hat er gar kein Stäbchen mehr, um zuzufassen. Der Biss von Luke, dieser Gesichtsausdruck und dann kommt der. Es ist ein Fotofinish. Tatsächlich, er wird ja eh nicht abgeschlagen, aber gefühlt eine halbe Sekunde, bevor er gecatcht werden könnte durchs Ziel. Wow! Alto bello, Luke. Also, wenn die Pyro nicht da gewesen, der Boden hätte ohnehin angefangen zu brennen. Ja, wo hast du denn das noch rausgeholt? Die letzten Meter, ja, man hört ihn halt und dann kriegt man halt Panik. Und das ist dann dieser Fluchtreflex, der dann nochmal... irgendwie noch mal was zündet, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Fluchtreflexe funktionieren bei Luke hervorragend. Geht rein. Mikai, du läufst dich gerne, hast du gesagt, aber nee, da läuft man dann schon ganz gerne. Nein, ich habe mich total geärgert, weil ich dachte jetzt, ich duck mich weg. Aber ich glaube, er hat das jetzt schon gerafft, dass wir das alle tun. Und da ärgert man sich natürlich. Ich habe noch überlegt, ob ich abstoppen soll, weil... Scheiße, ey, ich habe mich voll geärgert.
Ihr habt das alles mega gemacht. Luke, auch dir nochmal ein Dankeschön. Es ist schwierig, oder? Dass man das auch mal erklärt für dich, mit diesem Schläger trotzdem weiterhin zu fahren. Ja, genau. Also die Kupplung ist hier links und wir brauchen die auf der schmalen Strecke echt oft. Und mit dem Stab lässt sie das echt nicht gut betätigen. Und ja, da muss man halt immer den Stab wieder wegschmeißen, wieder aufnehmen. Und ich habe gedacht beim letzten Rennen, dass ich noch ein bisschen aufholen kann. Aber die Jungs waren und Mädels waren echt schnell. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Es hat auch super viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Und ich gebe zu Andrea. Sag mal, jemand hat Punkte gesammelt, glaube ich. Also Luke Mockridge bekommt jetzt von uns auch noch den Spitznamen Die Maschine. Und wir schauen noch ganz kurz auf den Finalpunktestand. 20 Punkte holt Luke Mockridge für sein Team Europa. Da sieht es jetzt sehr gut aus, um ins Halbfinale zu gehen. 105 Punkte hat er. Das ist ein richtig solider Vorsprung. Wir stehen kurz vorm Halbfinale und das heißt so. Obstacle Race. Die Teams müssen entsprechend ihrer bisher erreichten Platzierung zwischen 20 und 26 Sekunden entkommen. Wird der Läufer gefangen, ist er aus dem Spiel. Der verbleibende Spieler wird jetzt zum Läufer und das gegnerische Team schickt einen neuen Fänger aufs Feld. Schafft es ein Läufer zu entkommen, bleibt er im Spiel und das gegnerische Team muss einen neuen Fänger stellen. Sobald alle Spieler eines Teams ausgeschieden sind, hat das Team verloren. Die Gewinner des Duells ziehen ins Finale ein. Genau, ab jetzt sind wir im K.O.-System, das heißt, nur die Gewinner des Duells kommen weiter. Und wir schauen uns jetzt mal an, warum haben wir die ganze Zeit um Punkte gespielt? 105 Punkte für Team Europa, das ist wirklich eine richtige Dominanz. Das bedeutet bei uns, der Erste spielt gegen den Vierten, der Zweite tritt gegen den Dritten an. Und diese Punkte wandeln wir jetzt um in Zeit. Denn Zeit ist Vorteil in diesem Spiel. Zum Beispiel bekommt Team Europa muss 20 Sekunden weglaufen. Team Asien, das klingt jetzt nach ziemlich wenig, muss 6 Sekunden länger weglaufen. Das ist aber hier im Parcours wirklich eine Welt. Nur 4 Spieler treten an, je Team. Ihr müsst das jetzt bitte entscheiden. Team Europa, ihr startet. Wer geht hier in den Parcours? Auch Team Asien, schickt bitte 4 Spieler auf eure Startposition. Und dann freue ich mich jetzt auf dieses Halbfinale. Ich bin mir sicher, es wird und ist ein Klassiker. Gell, Jan Platte? Da habe ich nichts dagegen, Andrea. Sieht so aus, als wenn der Team-Captain Luke den 4 anderen in Europa, für Europa, den Vortritt lässt. Und genauso sieht es auf der anderen Seite auch aus. Luke und Minkai, die gucken sich das an. Aber die dürfen natürlich coachen. Europa fängt, weil ihr als Erster in dieses Halbfinale geht, anzufangen. Und das Team Asien läuft als Erstes weg. Ihr müsst euch jetzt aber bitte entscheiden, wer auch als Erster läuft. Ihr müsst als Erstes rein in den Parcours. Und da müsst ihr euch jetzt bitte relativ flott entscheiden, wer da als Erstes die Aufgabe des Läufers übernimmt. Zhang ist der Erste, der weglaufen wird. Und jetzt darf sich das Team Europa, das 26 Sekunden Zeit hat zu catchen, entscheiden, wer als Erstes fängt. Und es wird Silke Solfrank. Los geht's! 3, 2, 1, catch. Wissen ist Macht, heißt es ja. Und das Wissen, wie es in diesem Parcours zugeht, das macht aus Silke ganz klar die Favoritin. Sie kommt, kürzt ab. Du hast noch um die 14 Sekunden. Jetzt bist du so nah. Bleib im Slow und schlag zu. Umgeknickt, Alter. Umgeknickt. Nicht gut. Ich war auf Weg. Nee. Oh, nee. Boah, ist ganz kaputt, ey. Ja. Du schaust. Alles gut. So, alles gut. Das ist das, was wir hören wollten. Es gibt den Rollentausch. Das Team Europa, die Favoriten, so klar muss ich das sagen, schaffen es ein erstes Mal in die Läuferposition. Und sie haben eben nur 20 Sekunden, die sie abhauen müssen. Ming steht da. Und der versucht jetzt, Silke zu catchen. 3, 2, 1, catch. Sie macht sich erstmal klein da hinten.
viel Zeit lassen darf sich Ming nicht. Oh, der biegt links ab, aber Silke geht in die andere Richtung. Die vielen Richtungswechsel, wir sind sie von Silke gewohnt. Jetzt geht sie durch, riskant, aber sie spielt ihre Gazellenartigkeit aus. Du bist fast weg und du schaffst es. Du schaffst es, das ist wahnsinnig gut. Also, ich muss mich mal kurz erheben. Sorry. Das ist einfach großartig. Eine Stange hat mich komplett nicht gehört. Von den Schmerzen wenig zu sehen während der 20 Sekunden, in denen sie erfolgreich wegläuft. Also du vereinst so vieles, was so wichtig ist in diesem Sport. Aber du siehst Waldi. Lass einstecken. Schad schon mit den Hufen. Hey, du bist schon so großartig gelaufen. Ich glaube, Waldi weiß, was er will. Jetzt geht's los. Lauf Nummer 3 im ersten Halbfinale. 3, 2, 1. Cool. Catch. Boah, der ist aber fix unterwegs, ey. Da muss ich gar nichts mehr sagen. Das kommentiert Silke für uns alle. Das gibt's nicht, wie die da wieder abbremst. Die ist so unglaublich. Und auch wenn sie jetzt erwischt wird, aber Alter, Silke, was geht schon bei dir? Wieder 16 Sekunden, die Waldi laufen Alter musste. Schwede. Also du bist wirklich zum Liebhaben, zum Knuddeln. Und das aus Lukes Sicht sowieso, aus Team Europa Sicht sowieso. Ey, Italo Luke, bald die Faust, steht da draußen. Es ist einfach nur großartig. Aber das ist eben so ein Stück auch gelernt mittlerweile bei Silke. Und jetzt sorgst du dafür, dass Waldi nicht entspannt, sondern schon mit ziemlich heftiger Pumpe antreten muss. Und zwar gegen Stefan. Wir haben das Duell Parkura gegen Parkura. Es ist ja eh deren Spielwiese. Ah, du bist so geil, Alter. Yes! Einer der Kommentare dieses Abends. Stefan. 3, 2, 1. Catch. Mal gucken, welchen Weg zum Erfolg er sich aussucht. Waldi, schön, geht auch mal oben rum. Das ist sonst eine Stelle, die irgendwie immer den Fängern überlassen wird. Fuck. Ich halte 2 Sekunden die Luft an und in diesen 2 Sekunden passiert Entscheidendes. Stefan, ja, mit dem Vorteil der etwas ausgeruhteren Beine schnappt er sich Waldi. Yes, yes. Und jetzt ist er Läufer. Und für das Team Asien geht es jetzt schon, während wir das hier sehen, den Catch von Stefan, um alles oder nichts. Eugene Lee, der da jetzt steht, 20-jähriger Parkourer mit Wurzeln aus Südkorea, über den Sportunterricht zum Parkour gekommen. Da sage noch jemand, dass man in der Schule nichts Sinnvolles lernt. Daumen hoch für dich. Jetzt schon mal, Eugene. Und jetzt geht's los. Let's go, Eugene. Du musst Stefan catchen. Komm. 3, 2, 1. Catch. Los geht's mit Eugene. Und da hinten fühlt sich Stefan in der Ecke wohl, kommt gut weg. Es ist eine Zentimeter-Angelegenheit. Schön, wie die Arme jetzt auch, die Hände mit zum Einsatz kommen. Es sind alle Elemente mit dabei. Was für ein Sprung, beschleunigt in der Luft da mehr oder weniger. Noch 5 Sekunden, jetzt hast du die Außenbahn, jetzt hast du es geschafft. Er kann dich nicht mehr kriegen. Das Parkour-Küken aus Österreich bringt Europa ins Finale. Im Kampf der Kontinente. Also ihr seid eurer Favoritenrolle aber mal sowas von gerecht geworden. Ihr seid gesprungen, geflogen. Ihr seid abgehoben und immer wieder gut gelandet. Großartige Leistung. Also als allererstes mal Respekt, Stefan, für diese Flucht. Du bist mega gut gelaufen. Luke, du hast hier einfach ein wahnsinniges Team zusammengestellt. Jetzt willst du das Triple? Jetzt will ich das Triple. Ich meine, ich habe einfach ein Händchen für gute Leute. Oder wir als Sendung haben ein Händchen dafür. Also Silke und Stefan haben das Ding hier im Alleingang besiegt. Also dass es 2 Europäer braucht, um den ganzen Kontinent Asien lahmzulegen. Wer hätte das gedacht? Macht euch bereit fürs große Finale. Und gegen wen ihr laufen müsst, das erfahren wir jetzt. Wir suchen den 2. Finalteilnehmer, dass Dean Tanwani für Afrika laufen und wahrscheinlich auch fangen wird. Ist eine Selbstverständlichkeit. Luis geht als Erster rein. Luis, you're first. Yes, it's me. Nabil, Adim,
als erstes fürs Team Afrika als Fänger. Es ist das zweite Halbfinale, der zweite Halbfinallauf beim Obstacle Race. Los geht's mit Nabil gegen Luis. Zwei Parcours. 3, 2, 1, Catch. The Art of Movement. Wir werden sie jetzt sehen. Es geht elegant schon mal zu Luis mit einer guten Beschleunigung. Und jetzt wird aber die Verfolgung ein bisschen verschärft von Nabil. Oben rum, da ist er schneller. Ja, wer einmal auf dem Boden ist, hat so einen kleinen Nachteil, dann wieder ins Tempo zu kommen. Wir sehen das. Was für ein Sprung. Nabil Adim, das ist für ihn eine der leichteren Übungen der Fängerkunst. Und auf das Duell bin ich jetzt gespannt. Nabil fängt nicht mehr, sondern läuft weg. Und zwar vor ihm hier, Evil Jared. 3, 2, 1, Catch. Der Parcours wird ein bisschen wackeln. Es muss ja nicht immer grazil sein. Man kann auch mit großen Schritten und ein bisschen Kraft zum Erfolg kommen. Da kommt Evil Jared gut runter. Du machst es klasse, Evil. Du musst ihn in Bewegung halten. Exactly what you're doing. Keep him going. Lass ihn laufen. Jetzt ist es ein bisschen zu statisch, ne? Die spielen zwar das gleiche Spiel, aber dann doch in anderen Ligen. Aber es ist der erste Auftritt von Evil Jared, zwar auch sein letzter. Aber an das Ding hier muss man sich halt auch erstmal gewöhnen. Und die Parcoursa natürlich mit einem viel, viel größeren Vorteil. Nabil musste sich aber ein paar Meter bewegen. Jetzt bin ich gespannt auf das Duell mit Carlos. Das sind zwei Parcours-Giganten, die gleich kommen. Carlos, der Parcoursa aus Peru, gegen Nabil Adim. 3, 2, 1, Catch. Beide schon in Speedrunning-Competitions wahnsinnig gut unterwegs gewesen, auch erfolgreich unterwegs gewesen. Also die kennen sich, die sind auf einem ganz ähnlichen Level unterwegs. Und der Richtungswechsel, der beschert ihm mal eben 5 Meter Vorsprung und natürlich auch so ein kurzes Durchschnaufen. Sie schaffen es beide nach oben rüber. Was für eine Drehung in die Freiheit. Nabil. Tribienfe. Einfach nur fantastisch. Und wir sind wieder bei dem, was Luke auch gesagt hat im ersten Lauf. Es gibt eben auch mal hier und da den einen, der einem ganzen Team mehr oder weniger so große Probleme machen kann. Und er ist es. Wir haben ihn gefunden. Das Team Afrika hat ihn in seinen Reihen. Nabil Adim, schon müde gewesen. Aber den Move sehe ich das erste Mal. 360 in der Luft, mit links irgendwie abgestützt und dann noch mal weg. Also es ist einfach nur fantastisch. Und du bekommst es jetzt mit Renee Dembley zu tun, einer der besten Parcourerinnen in Nordamerika. Erste, zweite Plätze, Speed, Skill, Style, überall schon eingesammelt. Jetzt musst du Nabil Adim catchen, denn sonst war es das fürs Team Amerika. 3, 2, 1, Catch. All or nothing für Renee Dembley. Und wie viel Kraft, wie viel Reserven, wie viel Ausdauer hat Nabil noch? Great start, Renee. Go and catch him. Komm. Ja, du bist dran. Du hast ihn. You got him. Good job, hey. Und irgendwann geht dann eben auch diesem Spider-Man, Nabil Adim, die Puste aus. Aber sehr, sehr gut, was Nabil bis hierhin gemacht hat. Man kann es nicht anders sagen. Oh, ja, du siehst, was auf dich zukommt. Dean, eigentlich The Machine, jetzt möglicherweise The Decider. Jetzt spielst du gegen Renee Dembley, die das super gemacht hat eben. Dean kann Afrika ins Finale bringen. 3, 2, 1, Catch. So, los geht's. Gut weggekommen, Renee. Und Dean hat aber so ein bisschen Lunte gerochen. Oh, Vorsicht. Was für ein Abgang. In Style. Renee, ich hoffe, alles gut. Not really. You bastard. Trash Talk, aber zu dieser Stunde, auch mit diesem Vokabular, absolut in Ordnung. Wir gucken Dean an, der weiß eh, was passiert. Trifft sie, toucht sie und macht den Abgang, der direkt ins Finale führt fürs Team Afrika. Sie überschlagen sich rein in den Circle.
das Team um die Nomad, zum Nabil, um Bintou, die jetzt wieder ganz wichtig werden kann. Und natürlich auch um Valentin Dubois. Mann, was wird das für ein Finale. Danke nochmal auch Team America für so viele tolle Momente an diesem Catch-Abend. Die Finalisten und den Titel, wer wird die beste Fangmannschaft der Welt, die stehen jetzt fest. Es kann nur Europa oder Afrika werden. Hast du Dean gerade gesehen, bitte? Ja, ich glaube, Dean ist so jemand, der hauptsächlich mit seiner Präsenz die Leute fängt. Und wie er hier jetzt gerade durchgestrampelt ist und da der Abgang ist, alles Sachen, die er natürlich als Show macht, um uns Europäer fürs Finale ein bisschen Angst einzujagen. Und ich muss sagen, die Taktik geht auf. Das ist Wahnsinn. Also Afrika ist wirklich eine bockstarke Mannschaft. Die werden auch noch laufen können. Hans Sapai, ich glaube, der zeigt jetzt auch noch mal richtig im Circle, wie stark der noch ist. Ja, also ich glaube, Afrika hatten wir von Anfang an ganz weit oben auf dem Zettel. Das wird ein Mega-Finale. Und dass man im Jahr 2021 sagen kann, dass Europa gegen Afrika jetzt gegeneinander im Kreis läuft, ist einfach ein sehr schöner Satz, auf den freue ich mich. Es ist Europa gegen Afrika und wir machen aus der Erde jetzt einen Kreis und da zwar im Finale. The Circle. Ein Kreis hat keinen Anfang und kein Ende und das ist auch, glaube ich, das Geheimnis vom Circle. Nicht aufhören zu laufen, oder? Anfangen ja, aufhören nein. Das ist so in etwa die Taktik. Das ist einfach der brutalste, die überprüfbarste Form des Fangenspiels. Beide sind Fänger und Läufer gleichzeitig. Und also besser kann man ein Duell nicht austragen. Also hier wird sich wirklich rausstellen, wer der schnellste Kontinent ist. Aber hallo, ihr gebt alles, wir geben die Regeln dazu. Die Spieler starten auf sich gegenüberliegenden Seiten eines Kreises. Beide sind Fänger und Läufer zugleich. Ein Spieler kann zu einem beliebigen Zeitpunkt mit einem Mitspieler wechseln. Jeder aus dem Team darf nur einmal laufen. Das Team, dessen Spieler seinen Gegner einholen und fangen kann, gewinnt den Kampf der Kontinente. Wer nimmt am Ende diese Trophäe mit nach Hause? Wer wird Weltmeister? Und ihr müsst vier Läufer stellen, Afrika und Europa. Und ihr habt euch auch mittlerweile schon entschieden, ihr seid echte Kavaliere. Ihr lauft für die Ladies, sowohl Bintou als auch Silke. Schauen zu, feuern euch an. Ich bin gespannt, wer da lauter ist. Ich würde auf Silke tippen. Und jetzt bin ich gespannt. Jan, ja? Du bist natürlich wie immer bereit. Sag uns am Ende, wer wird der Champion der Champions und ich gebe jetzt einfach mal den Ring frei. Luke hat den Staffelstab, denn es ist ja ein Staffelwettbewerb, schon in der Hand. Jetzt spielt er noch ganz locker mit dem Stab in der Hand, aber Sie wissen alle auch, es wird wichtig sein, gut zu wechseln. Luke hat es eben angesprochen. Bei der Europameisterschaft fehlten gefühlte 1,5 Meter und das Team Deutschland wäre draußen geblieben, aber irgendwie konnte Benny Gleisner sich da noch freilaufen. Hans Sapai, der stand auch schon in ein paar Finals. Mit Schalke DFB-Pokal gewonnen, Champions League-Halbfinale mit S04 gespielt. Ja, es gab auch andere königsblaue Zeiten und jetzt ist er drauf und dran, den Titel mit Afrika zu holen. Nabil. Nabil wird's machen. Ah, fuck. Ja, Speedrunner, Parkourer. Die Kunst des Laufens beherrscht er. Mal gucken, wie gut er sie im Kreis beherrscht. Luke kennt sich hier auch ein bisschen aus. Es wirken Fliehkräfte. Man muss die Bahn halten. Man darf den Ring nicht berühren. Don't touch the ring. Ich glaube, jetzt sind wir alle bereit. Der große Fangabend. Diese tolle Catch-Veranstaltung steht kurz vor dem Ende. Das Finale. 3, 2, 1. Catch. The Circle. Und beide in der Rolle des Läufers und eben auch des Fängers. Luke hat ein sehr gutes Tempo. Sie sind ungefähr gleich auf. Nabil auch ohne Schwierigkeiten die Linie zu halten. Mein Bein. Luke merkt sein Bein, muss natürlich dann rechtzeitig anzeigen, wenn er wechseln möchte. Jetzt die Wechselzone ausgereizt und Stefan ist da. Luke muss aus der Bahn, wunderbar, kann nicht mehr gecatcht werden. Hat fantastisch durchgehalten bis hierhin. Jetzt machen sich die Muckis so ein bisschen bemerkbar.
Stefan, ja, nicht ganz gleich auf, ein bisschen hinten dran, aber jetzt gibt es auch den ersten Wechsel beim Team Afrika. Nabil übergibt an Valentin Dubois. Track and Field, also auch mit der Leichtathletik ein paar Berührungspunkte, macht große Schritte, macht das ganz, ganz ruhig, sehr interessant. Und jetzt der nächste Wechsel bei Europa. Karil, wir haben ihn im Obstacle Race gar nicht gesehen und jetzt fängt er, glaube ich, an zu taktieren. Luke mit großen Augen da hinten dabei, Vorsicht, keiner darf rein in die Lauflinie. Das Ganze geht jetzt nicht im höchsten Tempo, sondern ein bisschen taktisch zu. Karil ist großartig. Kurzen Sidestep mal gemacht. Ich glaube, der will Valentin müde laufen. Dann gibt es danach eben noch Dean und Hans. Er lässt ihn so ein bisschen rankommen. Der stellt da doch eine Falle, Karil. Und das Team Europa hat nach Karil... Next one, next one, next one. Dann nur noch... Callum, ihr dürft eigentlich noch nicht wechseln, ihr Europäer, denn das ist der letzte Wechsel. Das ist kein Taktieren. Doch, sie machen doch noch mal. Und jetzt kommt Hans Sapai. Und der ist gleich auf der Schiene. Wahnsinnig viele Bundesligaspiele gemacht. Ja, und das ist richtig von Karil, das jetzt so ein bisschen auszureizen. Bleibt auf der Bahn, aber das tut ihr. Und die anderen betretet sie bitte nicht. Das ist jetzt eine taktische Angelegenheit zu so später Stunde. Es wird jetzt gerade eher wenig Tempo reingemischt. Die Entdeckung der Geschwindigkeit, um dann eben auch die Entscheidung zu erzielen. Sie bleibt geradeaus. Aber Hans Sapai, wie ruhig, wie entspannt. Für den ist das gerade so ein bisschen Yoga-Veranstaltung. Und Karil sagt immer wieder, nee, noch eine Runde, noch eine Runde. Er weiß nämlich auch. Kalle, der ist gut, klar ist der gut zu Fuß. Aber so das Laufen erfunden, sag ich, hat der Schotte aus dem Team Europa jetzt auch nicht gerade. Auf Tempo spielen können sie nicht mehr. Also der kann jetzt nicht eigentlich durchsprinten. Wow, das Feld, es wird bestellt. Ich sag's euch allen für Dean Tanwani. Und das ist ein super Zusammenspiel des Team Afrika. Hans Sapai, komplett in seinem Laufelement. Und das ist ja auch was für Ästheten. Kalle muss gerade schon mal, nachdem er einmal kurz beschleunigt hat, jetzt erstmal wieder so ein bisschen Ruhe kriegen. Aber der bekommt jetzt irgendwann dann Dean auf den Hals gehetzt. Eine noch, sagen sie zu Hans. Mach ihn noch eine Runde länger müde. Callum gibt Gummi und jetzt explodiert es gleich im Ring. Achtung, jetzt kommt Dean Tanwani und der geht durch. Das ist genau das Wort, das sind die vier Buchstaben, die Callum jetzt empfindet. Dean wird gerade ein bisschen entspannter. Nee, der fängt an zu humpeln. Das gibt's nicht. Jetzt haben wir hier noch eine Verletzung. Der fasst sich hinten rechts an den Oberschenkel. Der würde so gerne. Der läuft mit anderthalb Beinen. Der springt daher. Callum kommt nicht mehr weg. Wahnsinn, Dean, was du da machst. Der Muskel macht zu. Aber die Tür geht auf fürs Team Afrika. Du bist doch schon dran. Er weiß doch mal, er holt den Titel im Springen. Schatscha und schlägt zu. Was für eine Dramaturgie. Das Team Afrika gewinnt den Kampf der Kontinente bei Catch 2021. Glückwunsch! Was für ein Bild! Wow, die World Trophy von Catch geht an dieses sagenhafte Team. Afrika ist Weltmeister im Rennen. Wow, was für Bilder! Eine letzte Runde. Wir sagen danke für eine sagenhafte Catch-Saison. Das war der Kampf der Kontinente mit einem glorreichen, wunderbaren Sieger. Afrika, danke fürs Zuschauen. Wir kommen wieder, schneller als Sie denken. Tschüss.
Tschüss, gute Nacht und bleiben Sie gesund. Und nicht alle Spiele nachmachen, oder Simon? Alle. Nur die Leichen, nur die Leichen.